Erfolg. Deshalb frage ich mich, wann hab ich mal Erfolg? Doch die Welt da draußen mag mich nicht. Ich will raus aus den Schatten, selber ans Rampenlicht. Das Lächeln fällt mir schwer bei den Leuten, die mich kennen. Dass Probleme da sind, brauch ich nicht erwähnen. Und hier ist der Detlef von Wake News Radio. Und wir haben heute den Dienstag, den 24.07.2012. Na, 2012 hat ja ordentlich was in sich, das wissen wir. Und wir werden mal gucken, was da alles noch so passiert. Aber ihr wisst auch, dass ich hier sehr gerne euch auch mit entsprechenden Informationen, die mir zugänglich sind, ich weiß ja auch nicht alles, füttere und die mit euch verarbeite und natürlich auch versuche, etwas dazu beizutragen, dass wir auch Lösungsansätze finden und vor allen Dingen erstmal auch auf die Wahrheit zu sprechen kommen. Und deswegen habe ich heute eine besondere Sendung, sogar mit einem Gast hier, dem Heinz Biederer, aber den, der muss noch einen Moment warten, weil ja wir noch so ein paar Infos durchgehen sollten. Was ich immer gerne tue, das wisst ihr in meinen Sendungen, ist, ich bedanke mich bei allen Musikern, die mir hier also auch ihre Musik zur Verfügung stellen. Und wir hörten hier eingangs zur Live-Sendung von Sato Clef, ein Rap auf Deutsch. Ja, Deutsch, Italienisch, glaube ich. Ne? Okay. Habe ich auch gerade erst zugesandt bekommen. Also bei mir zumindest eine Premiere. Klasse Musik. Und es kommen viele mehr. Und wer hier als Musiker zuhört oder DJ oder Musikproduzent und so, kann mir gerne hier auch Musik zur Verfügung stellen. Bitte immer dran denken, es muss frei sein von Rechten Dritter.
Ja, sonst kann ich es bei YouTube nicht problemlos hochladen. Da machen die da immer so Speränzchen, vor allem diese Download-Musikbörsen, ne, wo man das dann so für was weiß ich irgendwas runterladen kann. Die meinen dann immer, sie haben alle Rechte gepachtet, und das muss man also auch als Musiker immer beachten, wenn man dort irgendwie so Verträge abschließt oder so. Dieses Kleingedruckte sollte man auch mal lesen. Ne? Und da sollte man sich niemals zu 100% die 100% Rechte abgeben oder eben Ausnahmen definieren, zum Beispiel von dem Radio, bla bla und so weiter. Ne? Das ist wichtig. Das ist nur so ein kleiner Tipp. Ja, und wie gesagt, zusenden einfach MP3 mal zusenden an radio@weakness.net, freue ich mich. Ja, wir spielen das dann auch auf anderen Sendern. Ne? Es muss nicht nur bei mir sein. Ihr wisst, und das ist ganz klasse, ich begrüße hier natürlich auch alle Zuhörer von all den Sendern, die mich simultan mit übertragen. Dazu gehört natürlich ICRN und UWS Radio und natürlich auch UWW Radio oder auch WSR Radio, aber die machen das meist nur, wenn ich englische Sendungen mache, also auf Englisch, ne, oder so. Oder eben anlässlich unserer Marathone, die wir einmal im Monat haben, immer am jeden zweiten Samstag des Monats, da machen wir das rund um die Welt, ja, 12 Stunden in einem Stück über den ganzen Erdball verteilt. Ja, und natürlich ganz klasse ist es auch, dass OrkyTalk.com hier wieder eingeschaltet hat bei mir. Übrigens ein toller Sender, der auch den direkten Bürgerkontakt hat. Also ich grüße alle euch, die ihr da zuhört. Und da bin ich also hier in der Zeit untergebracht gewesen, wo ich noch nicht in der Lage war, hier meine eigene Sendung wieder zu produzieren. Dazu bin ich jetzt wieder in der Lage, und ich hoffe, dass heute alles einigermaßen klappt. Also ganz klasse an OrkyTalk Team. Und ich werde übrigens auch am Donnerstag dieser Woche von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr exklusiv bei OrkyTalk im Mumble verfügbar sein. Das werden sie wahrscheinlich auch live senden, weiß nicht. Und da kann man also wieder Fragen und so weiter und Diskussionen mit mir persönlich führen. Das ist doch auch ganz gut. Aber ich finde, das hat sogar noch einen besseren Effekt, wenn wir das voneinander trennen. So haben wir einmal die Informationsschiene und dann natürlich auch die Diskussionsschiene. Die ist meines Erachtens auch ganz klasse. Ja, und wie habe ich das genannt? Ne? Was hatte ich denn da gesagt? Wie können wir das nennen? Ne? So mal eben schauen hier. Ah, Detlef von Wake News Update. Ne? Okay. Ja, wie auch immer. Also da werden wir natürlich nochmal am Donnerstag entsprechend darüber bekannt geben. Und wahrscheinlich, bin ich sicher, aber ist auch hier wieder Milene FM aus Luxemburg, die mich hier mit überträgt. Da gehe ich mal von aus. Ansonsten irgendwann tun sie das auch. Und natürlich könnt ihr mir jetzt während der ganzen Sendung Infos und Kommentare, Ansichten zusenden, auch Fragen an den Gast nachher unter radio@wakeness.net. Ja, das ist meine E-Mail-Adresse. Und natürlich könnt ihr den Chatraum nutzen, der bei mir ist. Das heißt hier bei wakeness.net, Wakeness Radio. Das ist klasse. Und da sind jetzt auch schon einige Leutchen drin. Und natürlich könnt ihr auch die anderen Chats und was weiß ich, Räumlichkeiten nutzen, die bei OrkyTalk und was weiß ich wo sind, gell? Logisch. Okay. Ja, jetzt kannst du mal weiter sicher sein, dass ich ein paar Informationen noch preisgebe, die hier ich gefunden habe, denn wir wissen ja, der Juli wird heiß, also nicht nur vom Wetter her, sondern auch von den Geschehnissen. Und ich muss mich da korrigieren. Irgendwann habe ich gesagt, Olympia fängt schon am 24. an. Habe ich schon gefreut, ne? Dass heute ich darüber berichten kann. Ist ja Quatsch, das fängt ja erst am 27. an, also ist am Donnerstag, ja? Also vom 27. Juli bis 12. August finden in der britischen Metropole London die Olympischen Sommerspiele statt. Und so weiter. Nein, wir wissen ja, vielleicht passiert da was. Und da müssen wir sehen, was da eventuell auf uns zukommt. Ja, das vielleicht dazu. Dann, ganz wichtig, ein paar Infos, die mir auch noch so über mich gelaufen sind. Wir werden auch nochmal speziell zu dem Thema Planet X und was da auf uns zukommt, eine Sendung machen. Ich denke, dass wir da vielleicht nächste Woche dazu kommen, weil da gibt es natürlich auch Neuigkeiten und Ansichten, die wir da miteinander diskutieren können oder sollten. Aber da brauchen wir schon ein bisschen Zeit. Jetzt am Donnerstag dachte ich, machen wir dann also so alle möglichen Sachen, die so anliegen, die wir mal durchdiskutieren können, aus so einem richtigen, tieferen Informations,
Überblick. Ja, wir wissen auch nicht, jeden Tag kann wieder was passieren. Aber es sei vielleicht mir gestattet, hier nochmal schnell zu den falsche Flaggen Terroraktivitäten hier der neuen Weltordnung, der DIMS, der dominanten irrsinnigen Minorität, wie ich sie nenne, stattfinden. Andere nennen sie Illuminati oder Eliten, Welteliten oder so, fälschlicherweise. So, und da hat es ja jetzt hier wieder ein richtiges, schönes, inszeniertes Attentat gegeben in den USA, wo rechtzeitig zu einer Premierenveranstaltung dieses neuen Batman-Films, ja, der auch ziemlich brutal ist, ein Massaker stattgefunden hat. Offenbar hätte das noch schlimmer ausfallen können, aber irgendwie hatte der sogar eine Ladehemmung, ja, so dass er gar nicht alle erledigen konnte, die er wollte. Und da ist dieser Typ da mit diesem ein bisschen wirr ausschauender Typ mit rot-orangen Haaren und so, der so auch nicht ganz bei Sinnen zu sein scheint, als der einzig verdächtige Täter festgenommen worden. Und da hat sich also vieles rausgestellt, wo der also war und was der alles gemacht hat. Aber inzwischen gibt es auch Zeugen, die aussagen, es hätten andere auch noch an dieser Sache teilgenommen. Also alles zielt wieder ein bisschen darauf hin, auch wenn man sich die FBI-Unterlagen anschaut, die veröffentlicht wurden vorher in Papieren, im Mai bereits schon und natürlich am gleichen Tag fand eine genau solche Übung statt, ganz in der Nähe, ne? Wo man eben das durchtestete, wie das denn sein kann, dass also einer in einem Kino einen Überfall macht und alle niedermäht. Ne? Ganz zufälligerweise, in Anführungszeichen, fand das statt. Ja, also alles weist darauf hin, dass es also wieder ein falsche Flaggenattentat ist, weil sie müssen unbedingt eben diese UN-Resolution durchsetzen, also die das Tragen kleiner Waffen für die ganze Weltbevölkerung verbieten soll. Und hier speziell sind natürlich die Amerikaner angefragt und anvisiert, weil die natürlich schwerst bewaffnet sind. Also das zielt auf große Konflikte hinaus. Aber da können wir vielleicht dann am Donnerstag noch ein bisschen mehr drüber diskutieren und freue mich dann natürlich auch gerne über Informationen, Nachrichten und Kommentare von euch. Die könnt ihr mir reinsenden unter radio@witness.net. Ja, vor allem, wenn es da so etwas längere Sachen sind, ist mir das lieber als im Chat, weil der Chat ist immer zu schnell vorüber, der zieht vorbei und ja, und man kann da nicht so viel posten. So, jo, also das ist, wie gesagt, das. Ich bin hier auch so ein bisschen am Rearrangieren bei mir hier, dass das Studio, das kleine, was ich habe, dann noch ein bisschen effizienter wird, aber ich bin noch nicht fertig. Deswegen kommen auch im Moment noch nicht so irgendwie regelmäßig irgendwelche neuen Sendungen bei mir raus. Da muss noch ein bisschen Geduld haben. Heute teste ich mal wieder eine neue Einstellung. Ja, hallo, gucken wir mal, wie das läuft. Schauen wir mal. Ne? So, okay. Ja, also hier, schreibt hier. Da schreiben Sachen hier rein ins Chat hier. Das werde ich nicht vorlesen hier. Das ist ja gegen mich gerichtet. Ja, ja und so weiter. Ne? Also so Trolle. Ja, das ist nur nochmal so ein Hinweis. Die versuchen immer wieder mal bei YouTube oder so, wenn ich da was hochlade, so ihre Kommentare reinzuschreiben und so. Und wie gesagt, jede Kritik ist in Ordnung, sofern sie also nicht diffamierend ist oder ja, herabsetzend und so weiter. Ne? Und denn solche Sachen, die lösche ich dann immer gleich. Nur, dass das lohnt sich dann nicht, sowas reinzuschreiben, weil ich lösche es dann eh. Ne? Aber manche tun, hören ja mir gar nicht zu, aber schreiben trotzdem irgendwas rein. Das kennen wir dann schon. Okay, ich meine, gerade Leute, die selber Kanäle haben, sollen das doch bei sich machen. Warum dann bei mir? Ne? Oder ja, andere haben wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Probleme. Ne? Okay, also wie gesagt, dafür nochmal so Dankeschön, dass ihr mir hier so Sachen reinschickt. Ganz klasse. Ja, und was ist sonst so alles los hier in der Welt? Also ich lese hier sicherlich nicht alles vor, ist auch klar. Aber so ein paar Sachen laufen einem hier doch dann über den Weg. Zum Beispiel hier Saudi-Arabien, ne? Das ist ja so eine Diktatur. Busenfreunde sind die, ist die Familie, die Königsfamilie von den Bushes und also stecken mitten in der NWO drin. Und hier Merkel sitzt bei denen auch auf dem Schoß und alle die Politiker hier und so weiter. Und Saudi-Arabien, die haben also hier auch Polizei schon gehabt aus der BRD, die haben da alles möglich und so. Und jetzt kauft Saudi-Arabien schnell noch, bevor der Krieg losgeht, 800 Leopard Panzer 2A7 im Wert von 12,6 Milliarden US-Dollar. Ja, also ihr wisst,
Ja, also BRD beteiligt sich hier mit, voll im Krieg, in dem Weltkrieg 3 hier, in der Vorbereitung. Das wissen wir, nicht nur U-Boote nach Israel, sondern jetzt auch noch 800 Leopard-Panzer hier nach Saudi-Arabien. Also die mischen hier ordentlich mit. Also, naja, okay, über Moral und Ethik haben wir schon mal gesprochen. Das ist unglaublich, was da passiert. Ja, und ansonsten, so, wissen wir hier, der Mossad und Co. und MI6 und MI5 und CIA und wie sie alle heißen, arbeiten munter da zusammen, um Syrien ordentlich aufzumischen, damit hier da wirklich das überrannt werden kann. Da haben sie schon Grenzstationen übernommen, da die Leute, die sie sogenannten Aufständischen sind, ja finanziert und motiviert durch eben alle diese Geheimdienste, die also unbedingt den Assad stürzen müssen, um ihre Pläne da umzusetzen, alles aus dem Lot zu bringen. Und wir wissen ja, überall, wo jetzt die NATO und der Westen aktiv war, ist alles destabilisiert und ist im absoluten Chaos. Und die Leute sind also fliehen zum Teil ja in großen Mengen in andere Regionen. Also es gibt ein totales Chaos dort. Gell? So, und dann denke ich hier, über die Finanzkrise braucht man nicht wirklich viel sagen. Das haben wir schon so häufig gemacht. Das ist ja alles eine künstlich kreierte Krise, weil diejenigen, die die Macht über das Schuldgeld haben, das sind die Dems, haben ja alle Waffen und alle Mittel in der Hand. Außerdem kontrollieren sie alle Märkte, in Anführungszeichen, weil es ja keine freien Märkte sind, sondern es sind ja alles kontrollierte Märkte. Außerdem kontrollieren sie noch die Matrix-Medien, die Massenmedien. Also sie haben alle, wie soll ich sagen, Parameter, um uns zu führen, zu drangsalieren, uns zu verknechten in der Hand. Und das nutzen sie fleißigst. Ja. Und deswegen ist das alles vorprogrammiert auf Chaos, Zusammenbruch. Denn nur wenn alles zusammengebrochen ist, kann man was Neues draufsetzen. Und das ist ihr Plan. Sie wollen uns quasi die alte Matrix abziehen, wie so eine alte Lederhaut. Wollen uns eine neue, noch engere drüber stülpen. Die sitzt dann so eng wie, was weiß ich hier, diese Latexhosen, ne, die manche so als Fetisch tragen. Ne? Noch enger als das. Und da das dann nicht passt, müssen ja auch viele dann dran glauben. Ne? Okay, aber das sind auch wieder Wiederholungen, aber letztendlich will ich euch das nur in Erinnerung bringen. Was jedenfalls ganz wichtig ist, und das war heute ein bisschen das Ziel der Sendung, dass ich nämlich gerne mit euch zusammen auch über Ansätze, Lösungsansätze sprechen wollte. Und dazu habe ich natürlich dann auch einen Gast eingeladen, ist ja logisch, aber damit ihr nochmal ein bisschen die Hintergründe kennt. In all meinen Sendungen habe ich ja immer betont, wie wichtig das ist, also Bewusstsein zu erlangen. Und nur mittels Bewusstsein stellen sich uns eben Fragen überhaupt, ne? Die wir sonst, wenn wir das Bewusstsein nicht hätten, ja, unter der Einwirkung eben der vorfabrizierten Matrix dieser Dems, die uns gar nicht einfallen würden. Und letztlich aber ist der Mensch ein Wesen, das immer bewusst oder unbewusst nach der Wahrheit sucht. Und dabei liegt die Wahrheit immer eigentlich direkt vor unseren Füßen und wir schreiten meist achtlos darüber hinweg und nehmen diese Wahrheit überhaupt nicht wahr. Ja, W-A-H-R, ja. Nur, dass ihr das wisst, wie das geschrieben wird. Neben der sehr wichtigen Aufklärung, also über die Missstände, was ich auch immer mache und was ich auch vielleicht sehr intensiv gemacht habe und das lebensbedrohliche Potenzial eben der von den Dems kreierten Matrix, in der wir uns befinden und die uns letztendlich beherrscht, ist es auch wichtig, Lösungswege aufzuzeigen, die uns dann in den Stand versetzt, die Wahrheit oder die Wahrheiten erkennen zu lassen. Und das ist möglich, weil wir müssen einfach nur diesen Bewusstseinsschritt machen. Und das sind ganz einfache Sachen, die uns dabei helfen können. Und deshalb freue ich mich also meinen Gast heute, den Autor und Forscher aus der Schweiz, den Heinz Maximilian Biederer, in meine Sendung begrüßen zu dürfen. Und bevor er selbst zur Sprache kommt, möchte ich hier nochmal etwas zu ihm sagen. Und zwar hat er so unter anderem hier das Buch rausgebracht, Die Identität des Geistes, mit dem Untertitel Wer den Geist kennt, kennt das Leben. Und da steht also zum Beispiel, jede Erkenntnis des Autors Heinz Maximilian Biederer
der Begründer der modernen Logosophie ist, und da wird er gleich noch was dazu sagen, gründet sich auf ein Schlüsselwort der deutschen Sprache. Und um so ein bisschen den Hintergrund zu erfassen zu ihm, Zeit seines Lebens war er mit der Sprache befasst, die meiste Zeit davon als Werbetexter und als Initiator von Werbekampagnen. Dabei fiel ihm schon sehr früh auf, dass manches Wort über eine größere Bedeutungstiefe verfügt, als es bei oberflächlicher Betrachtung scheint. Erst in der Tiefe offenbart ein Wort seinen geistigen Gehalt und seine wahre Bedeutung. So fand der Autor nach und nach Antwort auf die Fragen des Lebens und dazu fand er zur Überzeugung, dass die Sprache in Anführungszeichen göttlich sein muss und nur sein kann, ist sie doch die Grundlage unseres Denkens. Wobei der Geist unser Mittler ist, Mittler zwischen Sprache und Welt, zwischen den Dingen, die wir mit Worten belegen und den Worten, die wir im Geiste verdinglichen, so erhalten wir die Belege für die Dinglichkeit unserer Welt. So steht es in diesem Buch auf dem Umschlag. Und jetzt steht noch darunter im Alter, fortgeschrittenen Alter, ne? Wir werden alle älter, fand der Autor, er ist Jahrgang 1940, die Antworten auf die großen Fragen des Lebens, so wie es ihm in frühester Jugend bereits prophezeit worden war. So, und jetzt gucken wir mal, ob der Heinz schon in der Leitung ist. Heinz, wie sieht's aus? Bist du schon drin? Jetzt musst du wieder dein Mikro ein. Ja, ich bin schon drin. Ach, okay. Aber ein bisschen gebraucht, bis ich den richtigen fand. Ja, okay, was soll ich sagen? Du hast ja so viel, Aktuelles gebracht. Was ich habe, ist eigentlich was Grundsätzliches. Aber jeder Mensch fragt sich ja, was steckt hinterm Leben? Und da habe ich mein Leben lang gesucht und in der deutschen Sprache dann auch die Antworten gefunden. Aber übrigens ist das, weil du sagst Sprache in der deutschen Sprache, aber das ist wahrscheinlich für jede Sprache ähnlich. Es ist nicht nur in der deutschen Sprache so, sondern es wird wahrscheinlich in jeder Sprache so sein, oder? Ja, ich kann halt nur Deutsch. Ja, ja, gut. Und ich habe es nur im Deutschen versucht. Aber ich sage mal, natürlich ist das überall ähnlich. Zum Beispiel auf die Frage, ich wollte ja wissen, was steckt dahinter, habe ich mir gedacht, wo kann ich rausfinden, was wirklich der Anstoß fürs Leben war. Und da habe ich mir gedacht, ey, da denke ich mich einfach vor den Anfang. Denn bevor etwas da war, muss jetzt da entweder ein Gott sage ich nicht gern, weil das ist religiös belegt, aber da war halt ein Schöpfer da oder nicht. Und das kann ja jeder nachvollziehen. Was, wenn ich frage, was war da, bevor etwas da war, dann wirst du sofort sagen, nichts. Und das stimmt. Jetzt müssen wir bloß schauen, was ist das Nichts. Und dieses Nichts ist einfach etwas, dass etwas da ist, das durch nichts zum Ausdruck kommt. Weil es ja noch nichts ist. Verstehst du? Ja. Und dann komme ich eben drauf, dass dieses Nichts eigentlich das Sein ist. Und das Sein ist sowieso das umfassendste Wort im Deutschen, das umfasst alles. Und da habe ich dann einen ultimativen Satz gemacht, das Sein kann zwar nichts sein, doch es kann niemals nicht sein, denn zu sein ist sein Wesen. Es ist also seit ewigen Zeiten schon da gewesen. Sein Dasein ist unser Dasein. Und kann nur einen anderen Satz sagen, seit Urzeiten existiert eine Ursache. Von einer Sache spricht man immer dann, wenn man weiß, dass da zwar was da ist, aber zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht zu erkennen, was es genau ist. Man kennt den Sachverhalt noch nicht oder den Inhalt. Und eine Ursache lässt sich erst dann als solche ausmachen, sobald sie eine Wirkung zeitigt. Und darum ist diese Ursache die Ursache unserer Wirklichkeit. Da sind wir schon mittendrin im Thema. Ja, das ist doch eigentlich unglaublich. Ich meine, wir sprechen die Worte immer so dahin, weil es ist in der Regel unsere Muttersprache oder so, ja, in der wir uns blind auskennen. Wir haben vielleicht manchmal Rechtschreibprobleme, ja. Oder Grammatikprobleme. Ja, gut, es ist ja auch, das heißt Sprache, weil es durch Sprechen entstanden ist, nicht durch Schreiben. Das ist später erst gekommen. Das heißt, der Ursprung ist letztendlich das Sprechen, oder? Ja. Genau. Und die Muttersprache deshalb, weil der Fötus schon mithört.
Und da, das ist überhaupt interessant. Wie kommen wir zu einer Sprache? Wie sollst du einem Kind ein Wort erklären, wenn es kein Wort versteht? Es ist ganz anders. Die Sprache, ich muss uns mal Folgendes sagen. Der Unterschied zwischen Geist und Materie kommt beim Teilen zustande, zum Ausdruck. Wenn wir im Materie teilen, Tafel Schokolade, du die Hälfte, ich die Hälfte, also wird immer dividiert. Wenn wir im Geiste teilen, was wir jetzt gerade machen, wir teilen uns gegenseitig was mit und da tun wir duplizieren. Verstehst du? Ich sag dir meine Erkenntnisse und du sagst deine, allen anderen auch. Und es wird kein Jota verloren dadurch, dass wir es mitteilen, sondern es wird in die Unendlichkeit dupliziert. Ja, das ist ja eigentlich unglaublich. Ja. Und es scheint ja auch irgendwie so, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass die Sprache uns irgendwie angeboren ist oder zumindest in uns drin sich befindet. Ist das, kann man das so sagen, oder? Ja, kann man so sagen, aber es kommt darauf an, was wir wirklich sind. Und darum haben wir ja gesehen, wenn wir finden, dass das Sein ist, dann gibt es eigentlich nichts anderes als das Sein. Und wie die Physik ja schon weiß, der Weltraum ist unendlich. Das heißt, alles ist natürlich unendlich. Nur das Endliche ist im Unendlichen. Aber da ist aber was ganz Wichtiges. Im Endlichen, jedes Endliche hat einen Mittelpunkt. Nur die Unendlichkeit hat unendlich viele Mittelpunkte. Und das sind wir. Das heißt, als das Sein wissen wollte, was es alles sein kann, musste es sich betrachten. Und wenn es sich betrachten muss, wollte, was es alles sein kann, dann muss es einen Betrachter geben. Das heißt, es muss was weggehen, von dem da entsteht Zeit und Raum dazwischen. Und dann entsteht Wissen, weil ich jetzt sage, das ist ein Baum oder sowas. Ich habe nicht den Baum im Kopf, ich habe doch nur das Bild vom Baum und das Wort im Kopf. Und das ist mein Wissen und das macht es mir möglich, mich im Leben irgendwo zurechtzufinden. Gut, deswegen sind natürlich auch vor allen Dingen Kinder, bei Kindern merken das insbesondere ja so wissbegierig, weil sie so viel genau aufnehmen wollen, oder? Genau. Der Geist ist wissbegierig und wir tun unser Programm dauernd ausstrahlen und die Kinder duplizieren das sich einfach. Und darum haben die Kinder immer ein Wissen wie die Eltern, also ein Grundwissen, was halt besprochen wurde. Du erzählst ja dem Kind gar nichts, sondern es weiß einfach von Haus aus, wovon du redest. Und so wird alles nur dupliziert. Da fällt mir natürlich, weil ich ja auch hier in dem Bereich der Wahrheitssuche operiere, ja. Das muss ich ja vor allen Dingen deswegen tun, weil wir in einer Umwelt leben, in einer Welt leben, in einer Matrix, so nenne ich das, die uns eben nicht die Wahrheit vermittelt, zumindest nicht die mögliche Wahrheit, sondern eine eigene, vielleicht propagandistische Information versucht zukommen zu lassen. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise ein Kind die ganze Zeit vorm Fernseher sitzt, schon in jungen Jahren, nimmt natürlich das Kind alles das vor allen Dingen auch auf, ich sage auch, weil sicher nicht ausschließlich, was aus dieser Fernsehbox kommt, oder? Ja, das ist natürlich auch, aber das ist natürlich völlig ohne Emotion. Das heißt, Emotion ist ja was, was sich auch von Mensch zu Mensch dupliziert. Und wenn nur eine Maschine davor sitzt, dann hat das Kind eben keine Emotionen dabei. Aber die Emotion ist der Grund, warum wir überhaupt was tun. Und da kommt die Sprache, die ist also nicht nur irgendwie, damit wir kommunizieren können, sondern sie ist eigentlich, die Sprache ist dazu da, damit wir uns selbst motivieren. Das heißt, drum habe ich gesagt, eben der geistige Tiefgrund, der nicht in jedem Wort drin ist, aber in manchen Wörtern. Und davon leben wir. Ich habe in meinem Buch Geist und geistiger Stoffwechsel eben geschrieben, dass wir von der Information leben. Und Information muss eben Wahrheit sein, weil mit falschen Daten kannst du nichts anfangen. Verstehst du? Und das ist
der Grund, warum die uns mit falschen Daten beliefern, weil wir dann nichts anfangen können. Wir wissen nicht, wie sich was wirklich verhält. Und dann werden wir auch nicht motiviert sein, sondern nur verärgert oder was, je nachdem, wie der Einzelne reagiert. Ja, ich habe da sofort immer, bei mir springen da sofort die Lampen an, die roten, ja. Ja. Und ich denke dann an diesen CO2-Quatsch, den man uns erzählt. Ja. Also das CO2, das Menschen verursachte CO2, die Ursache eben für eine Klimaveränderung. Erst war es ja eine Klimaerwärmung, das haben sie dann verändert auf Klimaänderung, dass das da die Ursache sein soll, obwohl das ja nur Spurengas ist, ne? Ja, so was fällt mir alle Dinge, rein. Damit wir nichts tun können. Aber das Allerschlimmste ist, eigentlich sollten wir alle selbstbestimmt sein. Aber wir werden von Haus aus eben schon von Natur aus, es kommt darauf an, was wir für Grundmotivation von den Eltern kriegen, werden wir fremdbestimmt, weil zunächst weiß ich ja nichts. Aber das viel Schlimmere ist in der Schule, jeder von uns hat, ich habe noch nie einen gehört, der mir widersprochen hätte, wenn ich sage, jeder von uns hat in der Schule sich gesagt, oh Gott, den Scheiß, brauche ich alles gar nicht. Aber, und jetzt kommt's, nehme ich freiwillig Fremdbestimmung auf, aber ich lerne jetzt einfach, damit ich durchkomme und irgendwas, damit ich dann das und das lernen kann oder. Das heißt, ich habe freiwillig diese Infiltration auf mich genommen und haben mich eigentlich auf die falsche Fährte gebracht. Und das wollten die. Ja, und es wird ja auch häufig eben verbunden mit Belohnungssystem oder Bestrafungssystem. Das heißt, wenn du eben fleißig das lernst, was man dir da anbietet, dann kriegst du gute Noten. Ja. Und später, wenn du im Beruf fleißig bist und eben genau das machst, was der Chef will oder das System will, dann kriegst du ein bisschen mehr Gehalt oder dann kriegst du noch eine Tantieme oder so eine Belohnung in Form von Geld zum Beispiel, oder? Ja, aber die wirkliche Motivation ist eigentlich im Geiste. Und da kann ich dann, verstehst du, eigentlich kommt alles aus dem Geist. Und jetzt muss ich sagen, was der Geist ist, keiner weiß es bis jetzt. Oder frage mal nach, Leute sollen sagen, was der Geist ist. Da ist die, ist eigentlich interessant. Da hat die Physik, hat ja mal eine Zeit gehabt, dass die sagten, der Geist ist also das Gehirn. Das Gehirn ist nur ein Biocomputer, aber kein Geist. Jetzt sage ich dir, was der Geist ist von den Wörtern her schon. Also wir wissen, es ist grundsätzlich, gibt's nichts als das Sein. Und das Sein wollte jetzt wissen, was es alles sein kann. Das heißt, du nimmst einen Standpunkt ein. Ich habe gesagt, unzählige, unendliche Mittelpunkte. Jeder von uns ist ein Standpunkt. Jeder ist ein Standpunkt, um den das Leben, sein Leben herum stattfindet. Was anders, man kann schon ein bisschen über sich hinausschauen, aber nicht allzu weit. Also, und jetzt habe ich den Faden verloren. Verlaut. Ja, weil das Sein, das ist ja auch vor allen Dingen deswegen so, jetzt weiß ganz wichtig. Wieder. Ja. Okay, das Sein ist die Urform, das Sein ist immer gleich. Wenn das Sein sich was einfallen lässt, es lässt sich ja nichts einfallen, sondern wenn der Geist, der Betrachter eben es anschaut, nimmt er einen Standpunkt ein und schaut, nimmt eine Warte ein, wo er dem gegenüber entgegensieht. Und darum heißt es Gegenwart. Immer wenn wir schauen, sind wir in der Gegenwart. Und die Gegenwart ist auch die einzige Zeit, die es gibt. Alles andere findet nur im Kopf statt. Also im Kopf haben wir eine Geschichte. Das heißt, haben wir alles aufgeschichtet nach irgendwelchen Gesichtspunkten. Und draußen die Steine oder sowas ist auch eine Geschichte, da hat sich alles drüber gelegt. Aber Leben findet nur in der Gegenwart statt. Und die Gegenwartsform von Sein ist Ist. Aber damit Ist wieder, das ist ja nur ein Zeitwort, damit Ist wieder ein Hauptwort wird, ein Substantiv, wird die Vorsilbe GE davor gestellt. Und da wir GE ist im Deutschen als Geist aussprechen, bin ich 20 Jahre vor diesem Wort gehockt und habe immer gesagt, irgendwo da muss die Wahrheit stecken. Ja, da bin ich also bei dir in deinem Buch, was ich eben zitiert, also die Identität des Geistes, also ein bisschen so vom Hocker gefallen.
Ja. Weil das ja so einfach ist. Es ist alles einfach. Wenn man irgendwie etwas anders ausspricht, ja. Ja. Du kennst ja vielleicht auch diese Sache mit den Blumento-Pferden, ne? Ja, genau. Da wurde ich auch immer mal mit als Kind von meinen Eltern da reingelegt. Die sagten, hast du schon die Blumento-Pferde gesehen? Ja. Ja. Und wir haben immer Pferde gesucht, ne? Ne? Aber wenn du es etwas anders aussprichst, mit einmal hat dieses Wort eine ganz andere Bedeutung. Ich weiß ja nicht, ob die Leute, die hier zuhören, übrigens, wir kriegen vielleicht die ein oder andere Frage oder Kommentar hier auch von unseren Zuhörern. Kann jeder reinsenden, hier nochmal unter radio@witness.net. Hier kann er an den Heinz Biederer oder an mich hier auch Infos, Fragen und Kommentare zum Thema oder ja, bitte zum Thema senden. Okay. Wäre klasse. Aber du kennst ja die Lösung, ne? Von den Blumento-Pferden. Du kennst die Blumento-Pferde? Ja. Ja, natürlich. Also, ich wollte noch mal was sagen, weil wir zuerst noch gesagt haben vom Raum, hat der Einstein schon gesagt. Der Raum ist nicht ein leerer Rahmen, innerhalb dessen sich die physikalischen Phänomene abspielen. Der Raum ist vielmehr selber die Substanz, aus der jene Phänomene entstehen. Und ich habe doch von dem Nichts gesprochen und jetzt wollten wir wissen, was das Nichts ist, haben wir gesehen, das Sein. Aber da ist interessant, dass im Englischen heißt Nichts, nothing. Und nothing ist gebildet aus no thing. Das heißt, es ist nichts Dingliches. Weil es hat sich noch nichts herausgebildet. Sache. Keine Sache heißt es übersetzt, ne? Mhm. Ja, genau. Kein Ding. Mhm. Ja, damit wir mal wissen, da ist zwar was da, aber es hat sich noch nichts herausgebildet. Physik sagt da, Nullpunkt Energie, die durch nichts zum Ausdruck kommt. Ja, ist Wahnsinn. Es ist überall schon, alles ist da, auch das Erfinden. Wenn der Bayer oder Berber, ich will niemanden nennen, aber irgendwelche Konzerne Erfindungen anmelden. Es gibt nichts Neues. Es ist alles schon da. Wir haben nur die Beziehungen geändert. Und was mich auch immer so, weil ich zu dem noch sagen wollte, es gibt ja keine Wissenschaft des Geistes und darum habe ich die Logosophie als das bezeichnet. Wörtlich heißt Logosophie, Sophia die Weisheit und Logos das Wort, die Sprache, alles Mögliche kann das heißen. Es heißt, und darum habe ich gesagt, die Wissenschaft des Geistes, denn es gibt keine Wissenschaft, die sich mit dem Geist selbst befasst. Und als dann eben die Physik sagte, okay, gibt's nicht, dann haben sich die Geisteswissenschaften haben sich dann schnell umbenannt, weil sie können sich ja nicht mit was befassen, das nicht gibt, haben sich umbenannt, was auch viel wirklicher ist, als Kulturwissenschaft. Ah ja. Okay, ja, es gibt nichts, was sich mit dem Geist wirklich befasst hat. Jetzt wisst man, was der Geist ist. Es ist ein Wesen. Ja, allenfalls wird sich mit Geisteskrankheiten beschäftigt oder so, aber nicht mit dem Geist selbst. Ne? Ja, wenn Sie die Geisteskrankheiten sind ja die Ursache von allem, was wir erleben an Krankheiten und an Missständen, weil das alles krank ist, was die machen, wenn die, oder meinst du, dass einer gesund ist, der alle anderen umbringt oder sonst irgendwas. Wenn die Leute wüssten, dass sie eigentlich Geistwesen sind, muss ich ja auch noch sagen, warum wir Geistwesen sind. Also es gibt diesen universellen Geist oder kosmischen, der das Gegenüber von des Seins ist. Des Seins bleibt immer gleich. Und wir tun als einzelne Standpunkte was beleuchten, was anschauen und dann wissen wir, was es ist. Und jetzt weiß ich wieder nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, du musst vor allen Dingen auch gleich nochmal so ein praktischeres Beispiel bringen, weil das ist natürlich für viele jetzt erstmal ein gewisses Umdenken. Nicht für jeden, aber für den einen oder anderen. Das ist interessant, es wird immer gesagt, wir müssen umdenken. Umdenken kann man nur, wenn man was erfährt, was man bis jetzt nicht bedacht hat. Dann ändert sich alles. Und wenn die Leute wüssten, und jetzt habe ich am Faden wieder, wenn sie wüssten, dass sie Geistwesen sind, das heißt, der Geist ist wie Internet. Ich habe einen Standpunkt und mir muss ja, damit ich überhaupt was sagen kann, muss mir was einfallen. Wir sind Personen und Persona heißt im Lateinischen Maske oder Rolle des Schauspielers. Wir sind Darsteller der Möglichkeiten des Lebens. Jeder
Ja, stellt dar, wie er meint, dass das Leben ist und wie man es leben kann. Ja, deshalb wird das ja auch zum Beispiel mit dem Personen, wird das ja auch unterschieden, zum Beispiel als natürliche Person und als juristische Person und so. Also man versucht die Masken dann nachher so aufzuteilen, dass man gerade dann die richtige aufsetzt, ne? Oder man gibt irgendwelchen dinglichen Dingen oder irgendwelchen Gedachten eine Maske eines Menschlichen, was gar nicht menschlich ist. Genau. Und dieser, wie beim Internet, ist es auch eben so, dass der Geist diese Wellen, wir haben die Vorrichtung drin, nämlich den Biocomputer, der kann die Wellen auffangen, die Felder, die da sind. Und diese Wellen wirken in uns. Und das alte Wort für wirken heißt Wesen. Das heißt, der Geist wehst in uns. Er wird in uns wirksam und es wird dann auch Wirklichkeit. Weil alles, unsere Wirklichkeit ist ja die, die wir denken, dass sie ist. Okay. Ja, das und darum heißen wir Geistwesen. Ja, das ist unglaublich. Also auch, es gibt das Rechtswesen zum Beispiel auch, diese Begriffe. Ja, ist alles ein Wesen. Es sollte was ganz Lebendiges sein. Aber ihr durch die heutigen, wie soll ich sagen, ich will nichts Negatives sagen, ist alles so, so unlebendig. Sind es nur Paragraphen. Eigentlich ist das, was, sorry, wenn ich dich immer mal so zwischendurch unterbreche, das nee, ist schon gut. Bringt dich dann vielleicht aus dem, ja, nee, wir holen dich wieder zurück, das ist ja ein wesentliches Thema. Der Punkt ist eigentlich, was mir immer sofort einfällt, das, was du jetzt von dir gibst, sollte oder ist eigentlich Grundausbildung für jeden, der auf die Welt kommt, oder? Genau. Wir lernen nie was fürs Leben. Verstehst du? Immer solche Dinge und das ist bewusst gemacht. Wir werden vollgepropft mit vielen Dingen, die wir nicht brauchen und kommen zu gar nichts Gescheites mehr. Es ist so. Die Schule ist wirklich, okay, einfach was uns nur die Zeit nimmt und uns nichts bringt. Also an alle Schüler und an alle Kinder, die jetzt in der Ausbildung sind, die auch meine Sendung hören, wir wollen euch jetzt nicht zum Schuleschwänzen auffordern. Die Schuleschwänzen hilft ja nichts, sondern die Systeme müssen geändert werden. Weißt du, die Kinder können nichts ändern. Wenn jetzt ich nicht in die Schule gehe, dann kriege ich eine drauf. Es kann alles nur geändert werden, wenn die Systeme sich ändern. In meinem Buch, das ich 2005 geschrieben habe, habe ich schon geschrieben, dass alle Systeme kaputt gehen werden, weil sie ungerecht sind. Das heißt, sie werden unlebendig dann und dann gehen die Leute dagegen und das sind wir jetzt gerade. Ja, und vor allen Dingen, weil die Protagonisten sich eben durch Korruption und eben was weiß ich, solchen Dingen einfach noch schneller dazu animieren lassen, das Ding kaputt zu machen. Ne? Genau. Dass alles das, was sie denken, das bringt was, hat sich am Ende als falsch erwiesen. Ich muss jetzt bloß was sagen, weil ich ja so alt bin. Die Amerikaner haben am Ende des Krieges, ja Deutschland, haben dann alles mehr und die Russen noch mehr, haben alle Industrieanlagen mitgenommen, damit Deutschland nichts mehr machen kann. Und das hat sich als Bumerang erwiesen, weil die produzieren heute noch mit dem alten Zeug, was sie von uns mitgenommen haben und wir haben ganz Neues uns einfallen lassen. Weißt du? Ja, das ist richtig. Aber inzwischen wird das ja auch alles ausgelagert nach China. Ja, klar. So, ne? Ich meine bloß, dass sich Dinge, wo momentan, wir denken alle zu kurzfristig. Was momentan als gut erscheint, hat sich hinterher als falsch erwiesen. Ja, absolut richtig. Absolut. Ja, ich meine, ich finde das hochaktuell, eben deswegen fand ich es klasse, dass du heute die Zeit hattest, mal bei mir in die Sendung zu kommen, weil ich ja auch eben dieses Thema beleuchte und wir sind auf der Suche nach der Wahrheit, weil wir eben feststellen, dass uns so viel Müll angeboten wird, und das schon seit frühester Jugend und vor allen Dingen uns absichtlich, das ist das Schlimme, wenn es unabsichtlich geschieht, ist das noch das eine, aber es ist ja eine absichtliche Lenkung in die falsche Richtung oder Ablenkung vielleicht sogar. Aber ich denke gerade, wo ich jetzt sage Lenkung und Ablenkung, das sind ja so scharf definierte Worte, oder? Genau, wenn man ganz genau hinschaut, es ist alles wirklich
scharf definiert und passt so zusammen. Ich sag mal was. Ich habe gesagt, dass jeder einen Standpunkt hat und eine Geisteshaltung einnimmt. Und diese Geisteshaltung kommt in seinem Verhalten zum Ausdruck. Und sein Verhalten findet wieder den Ausdruck in den Verhältnissen, in denen er lebt oder in denen wir alle leben. Also, das ist faszinierend, was die Sprache wirklich drin hat, und wir sind so blöd und lassen uns mit so, ja, mit irgendwas abspeisen, was nichts bringt. Das, ja, es gibt, ich habe früher gedacht, die sind so blöd, die Politiker, die sind es aber nicht, sondern sie sind, haben solche Interessen zu vertreten. Ja, es gibt ja auch diesen Roman da vom Orwell, 1984, ja, wo vom Orwellschen Neusprecher die Rede ist, oder solche Aussagen, wie man es beispielsweise von Obama hörte, ne, der dann sagt, also Krieg ist Frieden. Ne? So. Ja. Dass also eine Umdefinition auch bewusst herbeigeführt wird, um uns zu verwirren, was denn die echte Bedeutung eigentlich von den Worten ist. Oder wie siehst du das? Genau, so ist es. Weil erst wenn wir die Worte richtig verstehen, dann können wir selber auch uns motivieren und sagen, ah ja, genau das will ich. Und das ist eigentlich der Sinn von Selbstbestimmung. Der letzte Sinn von Selbstbestimmung ist, wir brauchen gar nicht die Person zu sein, die wir durch unsere Erziehung geworden sind, sondern wir können heute uns neu definieren und sagen, so will ich sein. Ja. Und dann greift es mit der Zeit. Und dann weiß ich auch, dann habe ich auch Selbstbewusstsein, weil ich selber gesagt habe, so will ich sein und so will ich es haben. Und dann ist es so, dann wird mir das bewusst und dann habe ich Selbstbewusstsein. Ja. Ich hab das Kapitel in meinem Buch, das heißt, wie Wissen entsteht. Und da schreibe ich, dass drei Aspekte im Individuum, das muss ich anders erklären, Individuum kann man auf zweierlei Weise erklären. In heißt immer nicht und wieder, die heißt zwei und widere heißt sehen. Das heißt, es ist jemand, wie man kein zweites Mal sieht. Man kann aber auch sagen, in nicht und dividiere. Das heißt, es ist jemand, der unzertrennlich mit dem Ganzen verbunden ist. Aha. Ja, so ist es. Und wir kriegen dann durch diesen, wie im Internet, kann ich doch alles aufrufen, wenn ich muss es nur suchen. Und so ist es auch im Leben. Wenn ich also wirklich was genau wissen will, so wie du jetzt angefangen hast, irgendwas zu machen, was dich interessiert, dann kriegst du die ganzen, es wird dir, ich sag's mal so rüber, es ist so, wir sitzen wie vor einem Förderband, wo das Leben jeden Tag was vorbeibringt. Wenn ich mich nicht für etwas Bestimmtes entscheide, werde ich am Ende sagen, ich habe nichts genommen, weil ich wusste gar nicht, was ich nehmen sollte. Wenn ich aber sage, ich suche jetzt blaue Kugeln, dann kommen blaue Kugeln und dann sage ich und rote und sowas. Das heißt, ich muss im Geiste selbst definieren, was ich will. Und das kann ich auch nur, wenn ich weiß, dann, was ich sein will, damit ich das. Also wenn ich also Brot will, dann muss ich halt Bäcker werden. Als Beispiel, nicht jetzt, dass man es kaufen kann oder so. Sondern ich muss immer das sein, was ich haben will. Das muss ich auch sein. Das muss aus mir rauskommen. Denn aus dem Geist kriege ich die Idee und den Impuls und die Energie. Das Wort Information kommt ja von Informare und das heißt Anleitung zur Formgebung, zur Ausbildung der materiellen Form. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel uns sehen hier als Weltnews Radio als Beispiel oder Weltnews TV oder sonst was und wir diskutieren über Dinge, geben wir eine Information an unsere Zuhörer oder Zuseher, ja, die dann diese Informationen entweder aufnehmen, vielleicht sogar gewisserweise bewerten, ob das für sie irgendwie interessant ist oder nicht. Genau. Und dann ist das im Prinzip ein Anstoß oder vielleicht eine Anleitung dafür, wie man die Dinge für sich selber umsetzen kann. Genau. Oder? Er muss sich selbst vorher eben seine Interessen muss er wissen. Interesse heißt auch eben, Esse ist ja sein und kann ich da also Verbindung hin und her haben. Und ich habe da geschrieben, da ist Dasein, Gewahrsein und Bewusstsein. Das heißt, ich muss, das weißt du ja selber, ich
kann zwar körperlich da sein, aber geistig kann ich abwesend sein. Aber damit ich wirklich was daraus lernen kann, muss ich da sein wollen. Dann bin ich geistig, geistesgegenwärtig. Und dann kann ich gewahr sein, dann kann ich die Dinge wahrnehmen. Und wenn ich sie wahrnehme, entnehme ich die Wahrheit und dann kann ich wieder was daraus wahr machen. Nur wenn ich also nicht ganz genau hinschaue, stell dir das Wort wahr jetzt vor, entweder nehmen die Leute wahr, also ohne H, wahr, wie sie mal wahr, das meiste Zeit ist es so, schauen gar nicht gescheit hin, oder sie nehmen wahr mit W-A-H-R und wenn du das kleine R noch ein kleines bisschen verlängerst, dann ist es ein N, dann hast du einen Wahn drin und dann kannst du wieder nichts draus machen. Ja, das ist cool. Es, ja, gibt es, auch ist die, so. Es gibt ja aber auch dann diese selektive Wahrnehmung. Das heißt, derjenige, der jetzt zuhört oder zusieht und die Absicht hat, zum Beispiel nur herauszufinden, was man mir jetzt wieder zum Beispiel unterjubeln könnte, was ich alles falsch mache, hört er nur bei diesen Informationen zu, die ihm diese Informationen geben, oder? Ja, er hat seine Interessen definiert. Es hilft ihm zwar nichts, was wir jetzt sagen, würde ihm ja weiterhelfen im Leben, wenn er es wirklich wissen will und auch wahr machen will. Aber er will nur schauen, was sind für Fehler drin und schaut, wie kann ich die annehmen. Und so ist eigentlich die ganze Welt gestrickt. Ja, das ist unglaublich. Wenn sich das mal so, wirklich, das ist auch mal eine Aufforderung an alle, die zuhören. Meine, viele machen das vielleicht auch sogar schon so, weil die Zuhörerschaft, die ich ja habe, beschäftigt sich ja auch mit dem Themen der Wahrheitssuche. Und jeder hat natürlich seine Interessen, ist gar keine Frage. Aber das bedeutet ja im Prinzip, jeder müsste das eigentlich mal tun und jedes Wort, was er benutzt, mal auf seine Bestandteile untersuchen. Ja, genau. Ich meine jetzt vielleicht nicht wie ständig, aber dass er das auch mal bewusst tut, oder? Ja, kannst du da auch mal so ein Beispiel wird eben. Ja, kannst du da mal so Beispiele nennen? Schau mal das Wort Seele. Kein Mensch weiß, was Seele ist. Ich habe geschrieben, das ist eine, nein, ist jetzt wurscht. Jedenfalls ist das Wort der See drin. Also die See oder der See, komme ich gleich drauf, und Le ist eine Verkleinerung. Und da sage ich, wir leben ja in einem Meer von Energie. Alles ist Energie, alles ist Schwingung. Und dann nimmt da jeder sein kleines Seelein, du, der da, sag jetzt mal, rausnehmen und einen Rand festmachen und so. Dieses kleine Seelein ist dann seine Seele. Das heißt, da ist die ganze Energie drin, da ist das ganze Wissen drin, und zwar jetzt nicht nur von diesem Leben, sondern von allen zusammen. Er ist immer auf dem Punkt. Jede Sekunde ist es eine Auf- und Abrechnung all der Dinge, die er getan oder zu tun unterlassen hat. Das heißt, das mit der Energie finde ich ganz wichtig, weil wir haben ja auch immer diese Frage, oder diese Frage stellen sich viele, was passiert eigentlich nach dem Tod, nach dem körperlichen, physischen Tod quasi. Da wird eben davon berichtet, dass eben die Seele nicht sterblich ist, sondern dass, da sie ja Energie ist oder aus Energie besteht und Energie vergeht nicht, wandelt nur ihre Form, wird sie diesen Körper verlassen. Ja, also, oder? Ich meine, das ist natürlich jetzt noch ein separates Thema. Ich will jetzt nicht das Thema verändern. Da kenne ich mich sehr gut aus, weil ich da schon viele, wie soll ich sagen, Fälle eben hatte. Es ist ganz einfach. Wenn wir jetzt wieder von Person ausgehen, das heißt, der Schauspieler hat gerade seine Gewänder abgelegt, nämlich er hat ja bisher mit Fleisch und Blut ummantelt und das bleibt jetzt hin. Aber er bleibt genau der gleiche. Mhm. Und dann kommt es darauf an, was drüben eben ist. Da kommt eine Zeit zunächst einmal, wo er zu sich kommen muss. Dass er fragt, und das ist eigentlich die Qual, die er hat, nämlich, dass er sagt, warum habe ich was gemacht und warum habe ich was nicht gemacht. Und er kann es nicht mehr ändern. Du kennst es selber, wenn man einen Fehler macht, wie man sich da ärgert und man kann nichts mehr machen. Ja, du musst dann nur wissen, erstens musst du, und das ist eigentlich das Wichtigste im ganzen Leben jetzt schon, nämlich ehrlich zu einem selbst sein. Weil nur dann komme ich ja drauf, warum ich habe es gemacht.
Ja, das heißt, man muss versuchen, in dem Leben, was wir jetzt hier haben, in der dritten Dimension auf der Erde, versuchen eben, sich nicht selbst etwas vorzumachen, sondern so zu sein, wie man eigentlich ist oder sein möchte. Genau. Richtig ausgedrückt? So ist es, ja. Genau, wie ich sein möchte. Und da kommt noch was, wenn ich jetzt eben, weil das ist ja das, was manifestieren, die Leute sagen immer, manifestieren ist ja was Tolles. Natürlich, wir tun nämlich dauernd manifestieren. Das heißt, der Geist kann nichts anderes, als dass er dauernd das wahrmacht. Jedes Wort, in dem Wort Information ist doch schon alles drin. Ich sage, es ist eine informierte Energie. Das heißt, da ist die Energie schon da und da ist der Bauplan da, sage ich jetzt mal, für das, was das Wort geht immer seiner Bestimmung entgegen. Drum, es wird so, wie es, das ist schon das Wort informare, hat doch das gesagt, dass das die Anweisung ist zur Ausbildung der Form. Das ist schon drin, so geht's dauernd. Und eigentlich leben wir in der Welt, in der die wir uns selbst geschaffen haben und verdient haben. Nur wir sind nicht, wie soll ich sagen, ehrlich genug zu uns selber und sagen, ja, ich habe so gedacht. Sondern man macht sich was vor und sagt, ich bin ein guter Mensch und ich bin so und so in irgendeiner Religion. Und nein, Wahrheit ist Wahrheit. Außen und innen. Und wenn die Leute sterben, sind sie die gleichen wie vorher, nur jetzt haben sie keine Handhabung mehr, weil sie keine Hände mehr haben. Also sie können nichts mehr machen, sie können jetzt nur eben das durchleben, was sie verursacht haben. Eigentlich muss man die Worte, sorry, wenn ich dich immer wieder mal so ein bisschen unterbreche, weil ich ja auch mitdenke. Ja. Sozusagen und versuche das für mich in die Worte zu finden, weil du hast ja sehr, sehr viel Zeit dich damit beschäftigt, diese Dinge zu analysieren. Dein ganzes Leben, auch schon als Werbetext, da hat man ja mit Wörtern zu tun. Genau. Du musst die Bedeutung so formulieren, dass also die Werbebotschaft passend genau übermittelt wird, dass die Leute also verstehen, um was es geht. Ja, mein Lehrer hat gesagt, einen Roman zu schreiben oder sonst irgendwas zu schreiben, das bedeutet bloß, dass der andere das lesen muss. Wenn du dann ein Theaterstück schreibst oder sowas, dann muss der andere, oder ein Gedicht, dann muss der andere es lesen und nachfühlen. Wenn du einen Werbetext schreibst, muss der andere das lesen und das tun, was du sagst, dass er tun soll. Das ist das Schwierigste gewesen. Das ist doch Propaganda in der vollsten Form. Ja, klar. Natürlich. Drum mache ich es ja nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Ja, ja, okay. Nein, aber es ist wichtig, dass man auch immer den praktischen Bezug sieht, nicht? Deswegen arbeiten auch so viele im Marketing, in der Werbung und die Politiker machen das nicht an. Da gibt es ja richtige Schulungen auch in der Art und Weise, wie man die Sprache einsetzt und verwendet. Ja, genau. Oder? Ja, genau, weil er jedes Wort, zwar, weil er jeder hat, ich sage jetzt mal ein Beispiel, mit der DDR und dem Mauerfall. Da haben wir zwar die gleiche Sprache gesprochen, aber jedes Wort hat eine 40-jährige andere Vergangenheit. Wir haben pausenlos aneinander vorbeigesprochen, geredet. Das heißt, das gleiche Wort, sagen wir mal, wurde... Ich sag das Wort Wettbewerb. Da haben wir gesagt, jetzt herrscht Wettbewerb. Ich bin nämlich rüber, weil ich gesagt habe, wir müssen denen helfen, damit die auf die Beine kommen. Denn wenn die jetzt sterben, dann sterben wir mit, weil jetzt gibt's keine Mauer mehr, sondern alles ist eins geworden. Okay. Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, du hast gesagt, diese unterschiedliche Aufnahme von dem Wettbewerb. Wort, genau. Wettbewerb. Haben wir gesagt, okay, bei uns, also im Westen herrscht Wettbewerb, in der Marktwirtschaft Wettbewerb. Dann haben die gesagt, haha, kennen wir, da haben wir sowieso immer gewonnen. Verstehe. Also so war es, einfach vorbeigeredet und so ist alles geblieben. Und ich habe gesagt, wir müssten den Leuten einmal wirklich helfen, dass sie verstehen, wie die Systeme so gehen. Aber lieber haben wir nur Geld drüber und haben dann die Treuhand gehabt, die alles kaputt gemacht hat, habe ich selber miterlebt, da ist alles Mögliche verschoben worden. Ja. Also da fällt mir jetzt nur dazu ein, wahrscheinlich hatte der aus der ehemaligen DDR recht, der gesagt hat, wir haben sowieso immer gewonnen. Ja. Alle, die jetzt hier was zu sagen haben in der BRD, wir sprechen von der BRD, ja.
kommen alle von der früheren DDR. die haben alles übernommen, ob das Gauke ist, ob das. Also die wirklich geschaltet haben und so, verstehst du? Die haben halt gewusst, wie es geht dann, als Beispiel. Also es heißt, wir hätten denen viel besser helfen müssen, dass sie alles verstehen, statt dass man einfach so. Und es ist einfach das, was im ganzen System drin ist. Statt dass man den Kindern hilft, dass sie verstehen, werden sie einfach gedrängt und so weiter und auswendig gelernt. Eigentlich ist der Geist ja kreativ, das hat man dir in der Schule alles weg, du durftest doch nicht selber irgendwas bringen, sondern der Lehrer musste sich auch nach dem Lehrplan richten. Es ist alles von außen gesteuert, aber der Reichtum ist innen drin. Und ich sage immer, achte auf deine Worte, denn sie werden nicht unerfüllt zu dir zurückkommen. Ja, das hört sich gut an. Und, ja, super. Also ich kann das nur bestätigen, weil der Punkt ist eben einfach, dass auch heute noch, vor allen Dingen an Universitäten, ich hatte da so ein Beispiel, Fachhochschule in Düsseldorf, ja. Wo also zwei junge Damen, also Studentinnen, dort einen Arbeiten abgeliefert haben, wo sie sehr viel recherchiert haben gegen das denkende Schema, ja. Und haben das auch mit Quellen und was weiß ich hervorragend aufbereitet, haben das präsentiert und haben einfach deswegen, weil es eben nicht dem System entsprach, dem Systemgedanken, schlechte Noten kassiert. Ne? Ja, so ist es. So kann man die Leute eben demotivieren. So, pass auf, Heinz, wir sind gleich in einer kleinen Pause. Bevor wir in die Pause gehen, kam hier gerade noch eine Meldung rein von einem Zuhörer. Ja. Da steht, hab noch ein paar andere Worterklärungen gefunden. Nach Erhard Landmann, das Wort Wort soll von geworden kommen. Und Person von persona. Durch über den Ton Klang. Aus ja. über den Ton oder Klang. Ja. Interessant, ich habe jetzt da nicht alle, da gibt es ja speziell in der Sprachforschung welche, die sich mit sowas beschäftigen, sondern ich habe immer nur geschaut, wie kommt das Wort, was will das Wort mir sagen, damit ich die geistige Bedeutung habe, weißt du, damit ich denn die Essenz habe, genau. Aber da könnte man vielleicht auch noch wieder Verknüpfungen da finden. Ja, also ich finde das ganz klasse. Und wie gesagt, Leutchen, wenn ihr da Fragen habt, Kommentare, Ansichten, schickt sie rein hier unter radio.net. Oder ihr könnt auch gerne hier unter auf den Chaträumen posten. Wobei, das geht immer relativ schnell. Also besser ist es, mir das per E-Mail reinzuschicken. Dann können wir das auch dann vorlesen. Wir gehen jetzt in eine kleine musikalische Unterbrechung. Wir müssen uns ja mal den Geist, das G ist, muss ich mal einen Moment erholen, ja, mal Kaffee trinken oder so. Ja. Das brauchen wir auch mal zwischendurch. Und dann sind wir gleich wieder da. Ja. Und damit ihr auch wisst, was hier in der Pause euch zugeflüstert wird hier aus dem Internet Radio, Wakeness Radio. Das ist Adilante von Alvinus Rumbling Beats. Und wir sehen uns gleich nach der Pause. Wieder ist der Detlef von Wakeness Radio. Bleibt alle dran, es wird hochspannend hier mit dem Heinz Pieder. Das ist doch klasse, was der hier macht. Also bis gleich. Ciao. Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.
This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Ja, hier ist der Detlef von Wake News Radio wieder. Wir sind hier wieder live in der zweiten Stunde. Und zwar haben wir ein tolles Thema heute am 24.07.2012, nämlich, wir sprechen ja immer darüber, Bewusstsein muss entwickelt werden. Ne? Wir sind auf der Suche nach der Wahrheit und wie man die Wahrheit entdecken kann. Das ist das Thema der heutigen Sendung. Und wir hatten schon in der ersten Stunde neben ein paar Updates zu Neuigkeiten hier unseren Gast mit drin, den Heinz Biederer aus der Schweiz, selber Autor und Forscher, der sich mit der Logosophie auseinandersetzt und die mit begründet hat oder vielleicht sogar begründet hat. Da kann er uns vielleicht auch noch was dazu erzählen, auch wo man dann seine Bücher und so weiter bekommt. Das kann er uns dann auch noch berichten. Aber wir sind noch mittendrin und wir haben festgestellt, wie wichtig Worte sind, wie wichtig Wörter sind, die wir im Tagesgeschäft eigentlich brauchen, im täglichen Miteinander und gar nicht uns bewusst sind darüber, was sie beinhalten. Sind sie doch so treffend und punktgenau, dass wir, wenn wir die richtig in uns aufnehmen würden, eigentlich die Wahrheit relativ schnell erkennen können. Und wie das da weitergeht, werden wir hier im Laufe der zweiten Stunde diskutieren. Und ihr könnt während dieser zweiten Stunde mir auch weiterhin hier unter radio@wakeness.net Fragen, Infos, Kommentare, auch an unseren Gast natürlich zusenden. Und könnt die Chaträume nutzen, das ist völlig klar. Auf den Chaträumen geht es nur leider ein bisschen schnell, da kommt man nicht so schnell hinterher, wie da die Dinge gepostet sind. Gell? Also, ganz wichtig, macht ihr hier mit, dass wir eben die Worte, das gesprochene Wort vor allen Dingen richtig interpretieren und schon haben wir wahrscheinlich 90% oder 95% der Miete. Ne? Um das mal so auszudrücken. So, jetzt gucke ich mal, ob der Heinz schon wieder drin ist. Heinz, bist du jetzt da? Wieder eingeschaltet? Ja, ich bin da. Super. Ja, so natürlich wollen die Leute nachher auch was von dir noch wissen und wie sie deine Bücher kriegen können. Ach, sag das doch am besten gleich am Anfang. Dann auch, vielleicht hast du eine Webseite oder so, wo man dich erreichen kann. Vielleicht sagst du uns das noch. Ich habe eigentlich noch nichts eingerichtet, weil ich habe jetzt mich entschieden, dass ich eigentlich neu anfange. Das alte Buch, die Information, die Identität des Geistes, das ist im Buchhandel nicht mehr erhältlich. Und dann das zweite Buch gibt's noch, Logosophie, die Offenbarung des Unsichtbaren. Okay. Das kann man auch im Buchhandel bekommen. Und mein neues Buch, wenn ich wüsste, dass das wirklich für viele interessant ist, dann könnte ich schauen, dass ich es rausbringe. Geschrieben ist es, das heißt Geist und geistige und der geistige Stoffwechsel. Okay. Weil wir haben schon gesagt, aus der Information wird dann Wirklichkeit. Ja. Und damit müssen wir die Ursache dafür sein, denn dann ist so, wie wir es wollen. Das ist eigentlich das Beste. Ganz wichtig ist es ja auch, die Fragen stellen sich bei uns auch ständig. Ne? Wie ist das eigentlich mit Gott, mit der Schöpfung? Welche Rolle spielen wir da? Was ist das mit dem Universum? Wie funktioniert das eigentlich? Sind wir alle Energie? Sind wir und so weiter? Sind alles so diese Fragen, die natürlich viele kluge Köpfe auch schon für sich oder für andere übersetzt haben oder versuchen eben das näher zu bringen. Da sind wir ja sicher nicht die Einzigen. Aber ich wollte das eben auch nutzen, einmal noch diese Vogelperspektive damit hineinzubringen, wie du das eigentlich siehst und auch vielleicht nochmal so ein paar begriffliche Klarifikationen, also Klärungen für uns näher zu bringen. Okay. Also gibt es einen Gott? Muss ich sagen, nein. Es gibt nur Götter. Und darum gibt es eben auch so viele. Weil ich schon gesagt habe, eigentlich ist es Sein unendlich und die Unendlichkeit besteht aus einzelnen unzähligen oder zahllosen oder unendlich vielen Standpunkten, was wir alles sind. Und nicht nur wir hier auf der Erde, sondern im ganzen Universum ist ja das so.
So viel mal zu dem. Dann haben viele noch wissen wollen, was ist Raum und Zeit. Im Prinzip habe ich ja zuerst schon gesagt, Raum bezeichnet den Zwischenraum zwischen dem Stand und dem Blickpunkt, also den Standpunkt des Betrachters und die dabei entstehende Entfernung zum Gegenstand seiner Betrachtung. Zeit ergibt sich aus dem Maß Augenblick der Betrachtung, wobei Augenblick des Sehens eigentlich die kurze Zeit ist, die zwischen zwei Wimpernschlägen entsteht. Kosmisch gesehen sind Raum und Zeit gleichsam ein Abfallprodukt der Logogenese, das heißt der Schöpfungskraft der Gedanken. Denn während die Gedanken des Seins sich beständig ausbreiten, oder des Geistes ist es eigentlich, sich beständig ausbreiten und zwingend ihrer zugedachten Form zustreben, entstehen Distanz und Dauer. Und da habe ich jetzt einen tollen Satz formuliert. Zwischen dem unendlichen infogenetischen Energiefeld des Seins und dem aus Energie und Information bestehenden Quantenfeld des Menschen findet beständig ein Austausch statt, der die Grundlage jenes geistig-physiologischen Stoffwechsels ist, den wir Leben nennen. Wow. Seid ihr noch da oder seid ihr alle? Ja, jetzt das ist natürlich ein, also das klingt klasse, aber wahrscheinlich muss man da erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Ja, ist klar. Das stimmt schon. Aber ich will ja auch jetzt anfangen, eigentlich einmal die praktischen Sachen zu zeigen. Habe jetzt erst schon gesagt, mit Manifestieren, wo viele meinen, ach, da gibt's ja die verschiedensten Techniken und sonst was. Das ist alles gut und schön. Eigentlich ist es so, dass wir sowieso dauernd unsere Umwelt manifestieren und unser Leben manifestieren. Und zwar, das Wort heißt Überzeugung. Überzeugung, oder sagen wir so, zwei Menschen, ein Paar, zeugen einen Körper, ein Kind. Der Geist, also und wir mit der geistige Standpunkt im Hier und Jetzt, also wir als Geistwesen, erzeugen dauernd unsere Schicksale, unser tägliches Leben. Ja. Aufgrund unserer Überzeugung. Und darum habe ich gesagt, man muss ganz ehrlich sein, damit man wirklich weiß, wovon bin ich überzeugt. Nicht nur jetzt, ich bin ein Christ oder was weiß ich, sondern wirklich, woran halte ich mich? Was sind meine Inhalte? Und diese Inhalte habe ich ja mal irgendwann festgelegt. Und da hält sich das Leben dran. Und wenn es anders wird, als wir denken, dann muss man mich immer fragen, habe ich das Leben angelogen und damit mich selber? Das ist eben die Kunst, dass man da ehrlich ist. Und dann eben muss man sagen, was wir sein wollen, wie ich sein will und so weiter. Dann habe ich mich neu selbstbestimmt und aus diesem Standpunkt, aus dieser Geisteshaltung erwächst mein Verhalten und aus meinem Verhalten erwachsen die Verhältnisse, in denen ich lebe. Okay, ich sage mal ein paar Beispiele, wie das wirklich ist. Ja. Ich bin in Amerika gewesen, habe mich mit einigen, die auch also ein Seminar gemacht haben, getroffen am Flughafen und wir haben zusammen ein Taxi genommen, so größeres. Und dann beim Aussteigen habe ich denen noch allen geholfen und habe dann vergessen, meine Umhangtasche, die habe ich drin vergessen. Und leider sind da alle meine Papiere und mein Geld und alles drin gewesen. Also ich komme ins Hotel, es war schon abends 8 Uhr, will eben zahlen und alles und auf einmal merke ich, ich habe die Tasche nicht mehr. Und dann sagt die am Tresen, ja, sie brauchen mir ja nur die Nummer geben von die Quittung, da steht ja die Nummer des Taxis drauf. Habe ich gesagt, ich habe mir keine Quittung geben lassen, weil ich sowieso nicht absetzen kann oder wollte. Aber es war ein gelbes Taxi, hatte ich gesagt, wunderbar, die sind alle 15.000 sind gelb. Es gibt keine Möglichkeit. Und jetzt, da kommt's jetzt. Dann habe ich sofort gesagt, in 2 Stunden habe ich
meine Tasche wieder. Und aha. Der Taxifahrer merkt nicht, dass da so viel Geld drin ist, weil es waren 5000 Dollar drin, davon hätte er schon mal ein bisschen leben können. Und ich hätte gar nichts mehr machen können. Ich hätte weder übernachten können, noch wieder zurückfliegen oder sonst was, gar nichts. Ich weiß gar nicht, wie das gegangen wäre. Und muss jetzt sagen, wenn man so sagt, das soll, in 2 Stunden habe ich es wieder, darfst du keinen Plan B machen, weil Plan B heißt 2 Fälle und 2 Fälle heißt 2 Fälle. Dann weiß das Leben nicht, will er jetzt dieses oder jenes oder wie oder was, und dann macht es gar nichts. Wenn du 2 Fälle hast, wo beide Fälle gleich stark sind, dann bist du in der Mitte und kannst dich nicht rühren. Du kannst dich nicht entscheiden, gehe ich links oder rechts. Du bleibst stehen. Okay, ja. Ich konnte weder so gut Englisch noch haben wir irgendwie was gewusst, und jetzt kommt's. Plötzlich geht da hinter dem Tresen, da ist ja Fläche, und hinten war alles vertäfelt und hab gar nicht gesehen, dass da eine Tür ist. Da geht eine Tür auf, da kommt so ein 17-jähriges Mädchen raus und sagt zu mir, ich helfe Ihnen. Ich weiß gar nicht, ob die gewusst hat, worum es geht oder was weiß ich. Jedenfalls hat die gesagt, ich helfe ihnen, ist wieder verschwunden. Nach 2 Stunden kommt sie raus und sagt, ich habe ihn. Wow. Es war, so meine ich das. Und da sind viele Fälle gewesen, da war ich dann so motiviert, dass ich zum Beispiel im Restaurant, und ich muss immer sagen, das müssen wir wissen, was wir vorher gesagt haben, dass wir ja nur Darsteller sind. Das heißt, alles fällt uns ein. Wenn mir nichts einfällt, kann ich nichts sagen und nichts machen. Also ist mir eingefallen, jetzt habe ich zu meiner Nachbarin gesagt, jetzt gebe ich dir meine Rechnung, ich habe was getrunken, hat $7 ausgemacht, habe ich gesagt, ja, gebe ich jetzt $10 und sie soll mir auf 20 rausgeben. Die hat mir tatsächlich auf 20 rausgegeben. Ohne irgendwas. Ich habe ihr 10 gegeben, sie haben auf 20 rausgegeben. Ich habe gesagt, nein, das ist ein Missverständnis, waren nur 10. Und da hat sie mir noch, also ein junges Mädchen, hat sie mir noch diesem alten Nacker einen Kuss gegeben, weil ich so ehrlich war. Wahnsinn. Es ist, war Wahnsinn. Hey, ja. Ha? So hast du Chancen, ne? Mit Ehrlichkeit und Wahrheit. Ja. Ja, und wirklich was wirklich wollen, das sagen doch so viele Sportler, wenn du dir was wirklich in Sinn setzt und zum Ziel setzt, das Wort heißt übrigens Absicht. Das heißt, ich kann schon absehen, wie es wird, das habe ich hingestellt und jetzt wird so. Und das Universum macht, wenn wir Universum sagen wollten, eigentlich ist der Geist, der macht es. Weil der Geist ist ein Wesen. Das ist übrigens auch in jedem anderen, oder im Englischen heißt Being, heißt nämlich Wesen. Und also Sein und Wesen. Und im Französischen heißt Être, heißt auch Sein und Wesen. Das heißt, das Sein ist ein Wesen, nämlich lebendig. Jetzt gibt's ja das von Shakespeare, das heißt Sein oder Nichtsein. Ja. Das ist hier die Frage. Was hältst du davon? Das ist jetzt was anderes, aber es ist vielleicht da noch anknüpfend über das, was wir sein wollen, was wir uns nicht wünschen. Wünschen ist ein Kinderwunsch. Weißt du, wünschen ist was wir jemand anders sagen, der soll es dann machen. So ist ja bei den meisten Leuten, lieber Gott, mach dieses und jenes oder sonst was. Nein, wir selbst, wir müssen mal uns es zugestehen, dass wir mehr sind als Fleisch und Blut, als diese, verstehst du? Und dann kommen wir in diese, alles ist ja vernetzt, alles, sagen doch alle, alles ist ein großes Energiefeld oder Informationsfeld und sonst was. Wir haben wirklich Zutritt zu allem. Ich kann über mich hinausdenken, ich kann mich wirklich einmal vorstellen, was du willst oder so. Das heißt ja auch, das ist das, was wahrscheinlich unsere Kontrolleure, wenn man sie mal so nennt, befürchten, ja, dass wir uns unserer Stärken, unserer Möglichkeiten, unseres Geistes, nicht unserer bewusst. Fähigkeiten bewusst sind, genau. Ja. Drum machen die uns immer klein. Ich weiß nicht, welcher Forscher der das, ich glaube, es war wieder mal der Einstein, der gesagt hat, sag zu einem Fisch, er soll den Berg erklettern, dann wird er denken, er ist ein Versager.
Verstehst du? Und so machen die das immer. Die tun uns immer irgendwas vor, was wir machen sollten, was nicht unseres ist. Verstehst? Das ist es ja. Es, wenn was wirklich unseres ist, dann ist es direkt vom Sein und dann auch direkt Geist, sag ich jetzt mal, und dann funktioniert es. Nur so, sofern wir immer hinterher irgendwas wollen, was der hat oder sonst was, und sagen Wunsch, 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 nein, Absicht. Wenn du, ich sage mal was, das, die, diese Absicht, die kannst du merken, spürst du direkt. Ich bin einmal in München auf der Straße gefahren und da ist einer, der wollte anders als ich wollte und wir haben hin und her geschimpft und dann hat der, als wir an der Ampel waren, hat der gesagt, fahr rechts ran, dann sage ich dir, was du willst. Und dann habe ich gesehen, oh, der hat die Absicht, der haut mir jetzt wirklich eine auf die Rübe. Und bin ich flugs weitergefahren und habe all meine anderen Absichten und Törigkeiten vergessen. Das heißt, ich habe gemerkt, der meint es jetzt ernst. Und so ist es. Das ist es eigentlich, dass ich sage, okay, das will ich und da sollte man hinkommen. Und da muss ich mich als dieses, also wie ich gesagt habe, als Bäcker mich fühlen. Der will ich sein. Und wenn ich dann das erreicht habe, das ist ganz wichtig, das hat überhaupt noch keiner uns gesagt, dann müssen wir uns das selbst bestätigen, dass wir das erreicht haben. Sonst bleibt der Wunsch stehen und wir machen immer dasselbe. Also ist der Wunsch unerfüllt quasi. Ja, genau. Wir tun so, als wäre er unerfüllt. Und da machen wir immer dasselbe. Wir jagen immer dem Gleichen nach. Ganz schlimm ist es auf dem sexuellen Gebiet. Wow. Ich habe da in meinem Jugendfrei? Ist das jugendfrei? Ja, was ich jetzt sage, ist jugendfrei. Cool. In meinem Buch habe ich auf Seite 269, also ein kleines Späßlein in diesem Sinne. Und zwar heißt es, eine Bemerkung am Rande, sollten Sie Mick Jagger kennen, so sagen ihm doch bitte Folgendes. Liebe ist eine Emotion, die ein Paar eint. Nicht die körperliche Vereinigung ist da maßgebend, sondern das geistige Einssein in Liebe. Körperlich können zwei nie eins werden, geistig schon. Solange er eine Vereinigung in Liebe also nur auf der körperlichen Ebene sucht, und jetzt kommt's, muss seine Sehnsucht zur Sucht verkommen. Und jetzt sage ich was ich eigentlich im ganz ernst mein, eine Sucht ist die vergebliche Suche nach Erfüllung auf der verkehrten Ebene. Da endet Liebe machen immer irgendwie unbefriedigend. Doch da habe ich was für ihn. Die Erfolgsformel A plus E ist gleich S. Affection plus Erection ist gleich Satisfaction. Also da kann uns wirklich nicht mehr kommen von wegen I can get no. Ja. Ja, das ist cool, ja, gut. Aber das mit der Sucht, viel rein, ne? Mit der Sucht ist der vergebliche Suche auf dem Materiellen nur, da kann ich nie eins werden. Weißt du, wenn ich geistig eins bin und dann materiell es zeige, dann macht Sinn. Ja, aber gut, was natürlich auch schwierig ist, denke ich, wenn man sich so Gedanken macht, wie wir das jetzt hier auch tun, und auch über solche Dinge philosophiert vielleicht, dann aber niemanden findet, der eine Resonanz gibt. Oder gibt es genug Resonanz, auch wenn man ganz allein ist mit diesen Gedanken? Ja, im Prinzip ist es zunächst mal eigentlich so, dass es für dich ist. Und wenn du einer bist, der zum Beispiel sensitiv ist, nicht sensibel, bei sensibel heißt der empfindlich, aber ich meine empfindsam. Wenn der eben empfindsam ist, dann steht dem eigentlich alle Türen offen, weil wer will nicht verstanden werden und das auch zu spüren bekommen. Ich habe jetzt noch mal so eine Frage zwischendurch. Das kann ja jeder noch machen hier, solange wir noch auf Sendung sind. Unter radio@wechnis.net kann man was reinsenden hier, Fragen oder Kommentare. Da kam was rein. Ja, hallo, es würde mich interessieren, was dein Gast über das Wort zu weiß. Für mich ist das Wort zu nicht klar. Beispiel, die Tür ist zu oder zuhören oder zu glauben. Verstehst du, soll ich nun hören oder soll ich nicht hören? Beispielsweise. Bei Zuhören.
Na? Beim Zuhören. Weißt du da was? Also bei dem Wort zu. Das Wort zu ist dem Hörer hier in dem Zusammenhang nicht klar, ob du da vielleicht irgendwie weißt. Ja, das ist ja in vielen Fällen so, dass Wörter im Laufe der Zeit ja verschiedene Bedeutungen haben. Die Leute haben dem manchen Bedeutungen favorisiert, haben mehr dem zugeneigt und er ist so verwandt. Und anders ist in Vergessenheit geraten. Aber ich muss nochmal sagen, ich bin keiner, der ethnologisch weiß, woher, wie oder was. Ich habe zwar mal ein wirklich interessantes Buch gelesen von einem, der sich mit Althochdeutsch befasst hat und aus einer der wenigen überhaupt war, der das auch sprechen konnte und verstehen konnte. Und der hat geschrieben, dass eigentlich die ursprüngliche Sprache Althochdeutsch war. Weil er hat in sämtlichen anderen Sprachen, auch in den Hieroglyphen, hat er diese Wurzeln gefunden. Und ich habe mal vor 10 Jahren auf der Buchmesse eingetroffen, der hat 2 dicke Bände gehabt, eigentlich vom Arabischen her kommend, hat er auch geschrieben, dass die ältere Sprache Deutsch sein soll. Ist ja wurscht, wo es her ist, verstehst du? Ob es Deutsch ist oder sonst was, das so denke ich nicht, weil es wäre genauso blöd, wenn die Leute sagen, ja, nur Deutsch, warum nicht da? Dann muss ich sagen, warum schmeckt der Apfel nicht nach Birne oder so? Es gibt eben die Unterschiede, aber wichtig ist doch bloß, dass ich es begreife. Ja, es gibt ja bestimmt in anderen Sprachen vieles mehr, habe ich ja schon angedeutet, aber ich habe mich halt nur mit dem Deutschen befasst. Und bin da einzig in der Richtung. Denn ich habe mich ja früher, und das ist jetzt was du gefragt hast, ich habe mich ja früher an viele Institutionen, die sich mit der deutschen Sprache befassen, gewandt. Es hat niemand interessiert. Und es ist halt immer das, was ja auch in überall ist, dass die Alteingesessenen Angst haben. Ich habe zum Beispiel ein Buch gelesen von Dr. Peter Plichter, wo der war mal vorher bei irgendeinem Pharmakonzern ganz an der Spitze mit, und der hat sich vorgenommen, schon als Jugendlicher, dass er mal 10 Jahre ausruht und sich nochmal alles studiert. Also wirklich studiert auf der Universität und dann rausfinden will, ob es einen Gott gibt und so weiter und so fort. Und der hat eben der hat sich hauptsächlich mit Mathematik befasst. Was ich auch nochmal sagen muss, Mathematik ist eigentlich auch eine Geisteswissenschaft, nur die Naturwissenschaft hat es so in sich eingenommen, dass jeder meint, Mathematik ist ein Teil von der Physik oder sowas. Nein, es ist eigentlich eine, wie eben die Sprache auch, eine Geisteswissenschaft. Ja, und der hat festgestellt dann, dass alles vom Physischen her jetzt, dass alles auf Zahlen basiert und zwar auf den Primzahlen, jetzt weiß ich es wieder. Ja, aber es hat auch niemand interessiert. Ja, also es gibt viel Ignoranz, ja, weil eben man kann damit nichts verdienen, weil das wird nicht unterstützt vom System. Weil nicht das nur das, ist, sondern der ist zu seinem ehemaligen Chemielehrer in München und der hat gesagt, oh, toll, ich habe immer gewusst, die sagen zwar, alles ist schon untersucht und erforscht, aber sie haben jetzt neue Grundlagen geschaffen, werde ich gleich eben dem Kanzler der Münchner LMU, der Ludwig-Maximilians-Universität, sagen, und der hat gesagt gehabt, das darf nie rauskommen, weil sonst hätten wir alle umsonst gekämpft für das, was jetzt ist. Mit Quantenphysik ist ja nichts verkehrt, nur das hat mich immer so geärgert, wenn die Naturwissenschaft gesagt hat, es gibt keinen Geist und es gibt keinen Gott, und ich habe gesagt, das haben die doch, das ist doch klar, dass sie das nicht feststellen können, weil sie gesagt haben, wir untersuchen nur
die Natur und nur auf der Basis von Materie. Und wir suchen immer im Kleinsten. Obwohl es jetzt Bestrebungen gibt, dass die einige Physiker ja schon längst wissen, dass es eben ums Ganze immer geht. Ja, ja, das, da hat sich viel getan, ne? Ja, aber die haben immer gesagt, sowas gibt kein Gott und kein Geist. Gut, Gott will ich auch nicht sagen, weil das ist immer einer, der draußen hockt und ich bin dagegen und ich muss ihn anrufen. Was soll der da, dass ich ihn anrufe oder dass ich ihn anbete oder sonst was? Der ist alles. Dem fehlt gar nichts. Sondern es ist kreativ, schöpferisch alles. Das deswegen, Sein ist deswegen, es und ja. Deswegen versuchen wir ja auch nach Vollkommenheit, nach dem Ganzen zu streben, genau. Weil wir uns dann wahrscheinlich erst wirklich vollends wohlfühlen werden, oder? Ja, genau. Ja, du siehst doch überall, wo es nicht ums Ganze geht, gehen die Leute fehl. Irgendwann ist doch klar, ist zu kurz. Und auch so, die tun immer so, als wenn das alles entstanden wäre. Wir sind hierher gekommen und die Natur war da, alles war da. Es ist zwar im Einzelnen gewachsen oder so, da ist nichts von uns. Und warum da jemand sagt, es ist mein Land und so weiter, okay, ist eine andere Frage. Aber der Körper selber vollführt in jeder Sekunde 100.000 Regelvorgänge. Ohne uns, stell dir vor, wir müssten da noch mitmachen und schauen, warum ist, was da ist, da unten fehlt ein bisschen, was weiß ich, in irgendeinem Organ, darum heißt es eigentlich auch Organe, weil es organisiert ist. Ja, genau. Okay. Nur was wir nicht gerne möchten, ist natürlich, dass man unser Denken kontrolliert, unser Handeln kontrolliert, weil das sind ja die Dinge, die wir selber machen wollen. Oder? Ja, eben, weil wir alle schöpferisch sein wollen. Ja. Das zeichnet uns ja aus und sagen, okay, habe ich gemacht. Und das ist ja auch das, was die Kinder ja, das Wort erziehen. Da meinen die, da müssen wir irgendwelche Professoren haben, die da Pädagogen, die da wissen, wie, wo, was. Quatsch. Erziehen ist wie beim Tier, dass die Kinder mit den Eltern mitziehen und damit lernen. Aber dadurch, dass der Vater wohin geht in der Früh, wo das Kind nichts sieht und so weiter und so fort, bleibt eben viel offen. Und dann kommen die und sagen, du musst das so und so machen. Wenn du deinem Kind was einbläust, so und so, dann bleibt es drin als Anweisung und zwar sein ganzes Leben. Das hat er dann vergessen, dass der Vater oder wer was ihm irgendwas gesagt hat, nachdem er jetzt immer noch handelt. Am besten ist, du machst das vor. Und ja, wenn die Leute dann sich über ihre Kinder beschweren, dann sollten sie immer schauen, was sie für Vorbild sind. Der Kerl lügt so oder betrügt. Ja, was macht der Vater? Ja. Also so einfach mal gucken, ehrlich sein. Deswegen heißt es ja auch Abbild, ne, weil man sich so ein bisschen nach dem orientiert, ne, genau. Wie seine Eltern sind, ne, zum Beispiel. Ja, weil wir ja dauernd unser Programm ausstrahlen. Als Kinder tun wir das noch duplizieren. Wir duplizieren das Programm von den Eltern und darum handeln wir so. Nur wenn die extra was sagen immer, dann bleibt es drin als Anweisung. Und da gibt es die ganzen Schwierigkeiten, weil mein Vater hat gesagt, meinetwegen, du sollst sparen oder irgend sowas. Ja, dann bin ich am Sparen und ich gönne mir nichts und so weiter und so fort, kann gar nichts genießen. Nur weil der mir das mal reingebläut hat. Aber gefährlich ist es natürlich, wenn man, wie du es eben schon anklingen hast lassen, in unserer Gesellschaft ist das ja so organisiert, dass man quasi ganz junge Kinder oder Kleinkinder eigentlich schon der Familie wegnehmen will, genau. in so Kinderkreppen hinein und das alles organisiert, damit die Eltern schaffen und keinen Einfluss mehr in dem Sinne haben auf die Kinder. Ist das richtig? Und keine Liebe geben können, drum fehlt es doch. Ich habe ja gesagt, weil du hast mir am Anfang gefragt mit dem im Kino oder Fernsehen oder so, habe ich gesagt, okay, der kann das zwar dann auch oft gar nicht verstehen, da muss ich noch was sagen. Weil die immer sagen, okay, die bösen Filme und so sind es. Okay, sind es auch. Aber noch viel schlimmer ist, dass
der, sag jetzt mal, der Sheriff oder der eben der Gute ist, der hat gewonnen, weil er den anderen besser verprügeln konnte oder weil er den erschießen konnte oder sonst was. Und das ist das Gefährliche, dass ich sage als Kind, ah, so muss ich sein, dann gewinne ich. Ja, falsche Darstellung von Lösungen. Genau. Die man also ganz anders vielleicht auch, wenn zum Beispiel über die Worte oder über die Sprache, genau, über das Verhalten steuern könnte. Ne? Kooperativ sein. Ja. Das eben ist es doch. Wir sind immer weder kooperativ noch konstruktiv, sondern das Gegenteil. Ja. Es ist ja auch der Punkt, und da hätte ich gerne auch nochmal deine Ansichten dazu, ja, nämlich was uns oder mir aufgefallen ist oder vielen auffällt, ist, dass eigentlich die Menschen eben als Einzelne voneinander auch informativ getrennt werden und im Dunkeln gelassen werden. Wenn sie aber zusammenarbeiten würden, erkennen würden zunächst mal, dass es Missstände gibt, die es zu beseitigen gilt, und merken würden, es sind ganz viele, die das auch so sehen, sich dann zusammenschließen oder eine Solidargemeinschaft bilden oder solidarisch sind, dass man dann eventuell eben auch Missstände, ein System komplett ändern kann oder abwählen kann oder wie auch immer oder neu kreieren kann. Was hältst du davon? Was ist dieses Solidarische? Wie siehst du das in den Ansätzen, die du hast? Gut, dass du das fragst, weil du hast, dann wird ein Stück meines Lebens aufgerufen. Ich war früher im Vorstand vom Bund der Verbraucher und habe gesagt, eigentlich ist das System verkehrt, wo die einzelnen Firmen Leute rausschicken als Berater. Eigentlich wäre es viel besser, wenn wir Verbraucher alle zusammen so Berater hätten, denn es muss ja nur irgendwo eine Zentrale geben, die alles weiß, weil das kannst du ja alles recherchieren, und dann gebe ich das weiter an meinen persönlichen Berater, der mir überall, wir haben nämlich festgestellt, das habe ich einfach unterbrochen, wir haben festgestellt, die Frage, wie viel Beratung oder Verkaufsgespräch wollen die Menschen. Und da ist rausgekommen, dass die meisten gesagt haben, wir wollen keine Verkaufsgespräche, weil es ist viel zu schwierig, die Leute, die Berater von den Firmen, die kennen sich schon gar nicht so gut aus, oder in den Handelsfirmen wirst du auch nicht gut beraten. Jetzt soll ich von, und das ist immer nur eine Branche, jetzt soll ich von allen Branchen alles verstehen? Nein, will ich nicht. Ich will nur einen Menschen haben, der 2 Ks hat. Vertritt oder so. Nämlich erstens, dass er kompetent ist und zweitens korrekt. Dass ich weiß, der haut mich nicht übers Ohr. Und dann würde ich alles abgeben und würde nur das machen, was der sagt. Der muss natürlich kompetent und korrekt sein. Das ist ja nicht nur ein Wort, sondern es steht für was. Dann würde alles ganz anders laufen. Dann gibt's die ganzen Betrügereien oder sonst was nicht. Aber es konnte sich auch nicht durchsetzen. Solidarität ist natürlich der Schlüssel zu allem. Wenn wir die Macht der großen Zahl, wer will gegen uns sein, wenn wir alle uns einig sind? Ja, aber diese Einigkeit herzustellen ist eben unglaublich schwierig, weil eben die Erfahrung der Leute ist, wie du es gerade geschildert hast, dass man eigentlich grundsätzlich nicht jedem oder allem trauen sollte. Ja. Und natürlich die Informationsverknüpfung nicht da ist, weil die Informationskette unterbrochen ist oder wie auch immer. Ja, genau. Ich habe das festgestellt, wie manche Firmen ihre Leute ausbilden. Ja, das ist so einseitig. Und die glauben es zunächst einmal, bis dann in der Praxis sehen, hey, stimmt doch nicht alles. Wenn jetzt welche reklamieren, da gibt's die einen, die dann das irgendwie niederreden oder sonst was, und dann gibt's andere, die sogar Sollbruchstellen machen, damit die Leute reklamieren, weil sie wissen, wenn sie reklamieren, kommen sie wieder, dann werden sie ganz gut behandelt, nämlich ist alles wird ausgetauscht und sonst was, und dann wissen die, dass die dann nochmal was kaufen, und sie sind die besten,
Ratgeber oder was weiß ich, weil die sagen zu ihren Freunden, du, da kannst hingehen, da hatte ich mal eine Reklamation, es war ganz einfach und die haben das super gelöst, da kannst hingehen, denen kannst du trauen. Ja, und deswegen, das Vertrauen ist natürlich der Grund für alles. Deswegen wird ja auch heute ein Konsumgut, sogar bis hin zu einem Auto, nur noch auf gewisse Zeit haltbar gemacht, damit man eben ständig wiederkommt und dann wird einem geholfen. Ne? Gibt es einen Rabatt? Ja, zum einen, das haben wir ja an der Glühbirne letztes Mal gesehen, wie lange, 100 Jahre oder was, oder 150, brennt die schon. Sie könnte dauernd brennen und weil die so gut sind, haben wir es jetzt eben so gemacht, dass man keine Glühbirne mehr gibt, dass es mehr gibt, weil aus irgendeinem Grund, der gar nicht stimmt, aber das ist nicht mein Thema. Ja, klar, das führt doch zu weit. Wir wollen uns ja ein bisschen konzentrieren auf, und das war so ein bisschen die Sichtweise von mir, darauf, wie man Wahrheit entdecken kann. Und das haben wir jetzt hier, glaube ich, in den fast 2 Stunden, die wir hier schon am diskutieren sind, schon mal aufgezeigt, mit Lösungsansätzen auch, ja. Dass man nämlich allein aufgrund unserer Sprache, das heißt der Worte, die da sind, sehr schnell entscheiden kann, ist das wahr, ist es nicht wahr, was ist die Bedeutung eines Wortes, wenn es von jemandem benutzt wird. Ja. Und zwar haben wir beide Möglichkeiten, einmal das gesprochene Wort und natürlich dann auch das geschriebene Wort, das ja erst nach dem Gesprochenen entstanden ist. Ist das richtig? Ja, genau. Okay. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil mir passiert das ganz häufig. Ich mache viele Sendungen oder berichte über was oder mache auch Artikel und dir ist das vielleicht auch schon geschehen und die Leute lesen nicht richtig oder hören nicht richtig zu oder interpretieren etwas in Worte hinein, was aber gar nicht der Sinn der Worte ist. Und das ist gerade im Juristischen ja so wichtig, dass man das Kleingedruckte liest und versteht. Denn wenn da irgendetwas drinsteht, gerade im Juristischen, dann ist das auch so gemeint und nicht anders. Deswegen muss man mal so genau bei den Worten sein. Und da haben wir, glaube ich, schon wieder ein Stückchen gelernt heute bei dir. Ja, das kommt eben auf die Absicht drauf an, wie wir am Anfang gesagt haben. Weißt du, Absicht ist eigentlich der Nenner unten, was will ich wirklich? Und wenn ich sage, das interessiert mich, weil ich will jetzt nicht nur mitreden können, das ist das eine, ich bin recht gescheit oder was weiß ich, sondern ich weiß, es ist mein Leben, jetzt weiß ich, wie das funktioniert und jetzt kann ich mich darauf einrichten und ich werde sogar so noch, weiß ich jetzt, dass ich eigentlich selber alles produziere an Leben, was mir entgegenkommt, dann kann ich also ganz ehrlich zu mir sein und sagen, so will ich's. So will ich sein und so will ich es haben. Und dann wird so. Ja, und das ist doch. Ja, es klingt immer so, dass das ist, ich sage mal ein bisschen was, die Leute sagen immer, das Leben ist kein Wunschdenken, kein Wunschkonzert. Natürlich, es ist ein Wunschkonzert, wobei Wunsch jetzt nicht mein Wort ist, aber in dem Sinne, ich muss was wollen. Wenn ich immer mich nicht entscheiden kann, dann weiß das Leben nicht, was ich will und dann wird es eben so, wie es andere wollten und dann beschwere ich mich am Ende des Lebens und dann sagt das Leben, du hast doch immer nichts gesagt, du wolltest nichts, also bist du nichts geworden und hast nichts erreicht und jetzt beschwerst du dich. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil viele fragen ja auch nach dem Sinn des Lebens und da sie den nicht erkennen, ergehen sie sich in Süchten, ja, weil sie eben nicht genau wissen, wie sie irgendwelche Grundbedürfnisse, die innen drin sind, schlummern, befriedigen können, egal was das jetzt ist. Ja. Und deshalb ist es doch so wichtig, einfach mal, was ist deiner Ansicht nach der Sinn des Lebens eines Menschen? Nein, das kann ich in einem Wort so sagen. Nur das müsste man dann ausbauen. Aber der Sinn des Lebens ist zu leben, sich selbst zu erleben und immer noch besser werden. Also das heißt, der einzige größte Wunsch eines Menschen ist
gut zu sein. Und zwar in des Wortes doppelter Bedeutung. Gut zu sein im Sinne von gut und böse, also ein guter Mensch zu sein. Ich habe auch noch nie einen gesehen, der sagt, ich bin ein schlechter Mensch. Er redet sich halt so zurecht, dass das alles, was er macht, genauso richtig ist, weil er eben gut sein will. Und das Zweite ist gut sein im Sinne von Leistung, Arbeit. Was ich mache, mache ich gut. Ja, das ist ein Gut. Das ist befriedigend und das ist dann, da lebe ich. Das ist jetzt nicht nur Arbeit oder sowas, sondern was ich mache, das mache ich gut. Eben, das heißt, das Gut kann man ja auch als Wert bezeichnen. Es hat Gut, das ja. Gut ist auch ein Wert. Natürlich. Das ist es ja. Die Werte, weißt du, dann da kommen wieder so alte, die mit alten Werten und so, wie Vaterlandsliebe oder was weiß ich, da, das ist uns entwertet worden, weil das hat man missbraucht und dann kann man es nicht mehr haben. Eben, genau, das ist mit vielen, vielen Worten so geschehen, dass man die nicht mehr benutzen darf. Die werden geächtet. Ja, nicht nur benutzen darf, sondern die will ich gar nicht mehr benutzen. Ich will mit Vaterlandsliebe nichts mehr zu tun haben, weil das ist, da sind wir missbraucht worden. Ja, auch viele haben schon das Problem, zum Beispiel Deutschland zu sagen, ja. Oder zu sagen, ich bin Deutscher oder sowas als Beispiel. Franzosen haben da kein Problem damit, ne? Ich bin auf Franzosen nee, und stolz drauf. Die sind wirklich, es stimmt. Weißt du, und drum, ja, da haben doch die immer mit 2006 dem Fußballding, wo die Deutschen sich wieder trauten zu sagen, wir sind Deutsche und wir sind doch wirken liebenswerte Menschen, wir sind gastfreundlich und was weiß ich alles. Es wurde uns so gesagt und es wurde immer gesagt und die Jugend, die darf auch nicht vergessen, was die alles irgendwelche Verbrecher getan haben. Natürlich, das haben sie in anderen Ländern oder Nationen ist Ähnliches, ob vorher oder nachher oder sonst was, da braucht doch keiner was sagen. Ja, aber wie gesagt, da bin ich auch ein bisschen skeptisch über die Motivation, weswegen man das so gepusht hat. Wir glauben ja immer an das Gute, ja, wir wollen das Gute, aber eben es gibt Wesen oder Menschen, die das ausnutzen und es eben in eine andere Richtung lenken oder schieben oder wie auch immer, oder es missbrauchen. Ja, genau. Und ja, das ist es ja, wenn wir schauen, wie oft haben wir uns missbrauchen lassen. Wir haben jemand geglaubt und sind ihm gefolgt oder was weiß ich, weil wir nicht genau hingeschaut haben. Weil wir im Hinterkopf gehabt haben, ja, wenn der, dann wird vielleicht dieses und jenes. Und das sind immer Leute gewesen, die uns tolle Sachen versprochen haben. Ja. Aber die haben es nicht gehalten. Aber in Wirklichkeit ist so, dass die Größe eines Menschen dadurch manifestiert wird, wie er sein Wort halten kann. Weil da muss er gegen innere Widerstände und äußere Widerstände sich durchsetzen und bei dem bleiben, was er sagte. Wir tun ja dauernd einmal da und einmal links und einmal rechts und dann wisst man nicht mehr, was wir eigentlich wirklich wollen. Ja, und wir sind natürlich auch, als Menschen machen wir Fehler. Ja, aber man muss ja vielleicht die Fehler das gar nicht mal negativ sehen. Das darf man doch machen. Ja, aber dann muss das nicht negativ sehen, sondern man, das ist ja eigentlich so ein bisschen auch ausloten, was der richtige Weg ist. Und wenn man keine Fehler macht, weiß man ja auch nicht, was richtig ist. Genau. Oder? Learning by doing ist das. Ja. Und wenn ich jetzt noch dazu mich auskenne und weiß, wie das Leben funktioniert und was wichtig ist und dass ich eigentlich aus mir selber leben kann und aus dem Geist heraus, weil da kriege ich die Verbindung, da kriege ich die Ideen. Du, ich muss jetzt sagen, da mit meinem Thema Geist habe ich mich ja schon ewig befasst, habe Bücher geschrieben und kein Schwanz hat sich, also nicht ganz so natürlich, aber es haben sich viel zu wenig interessiert. Und wie eine Wand war von mir, mir ist nichts mehr eingefallen, was ich tun könnte. Und dann habe ich gesagt, ey, ich habe selber festgestellt, das mit Person, das heißt, eigentlich heißt es doch, wenn es das Sein ist und ich bin nur ein Darsteller der Möglichkeiten des Lebens, hey, dann bin ich einfach nur Sohn
vom Leben, sage ich jetzt mal, oder vom Sein oder von diesem einen Wesen. Und siehe da, auf einmal habe ich da eben dieses, was ich dir gesagt habe am Anfang, was ich heute gedruckt vor mir sehe und was toll ist, nämlich die die Geistesmatrix mit 7 Strichen, habe ich die 26 Buchstaben dargestellt, und zwar in einem Signet, das sowas Ästhetisches ist und sonst was. Das heißt, jetzt werde ich dann, wenn ich rausgehe, weil die Leute wollen ja immer die Presse oder auch Fernsehen, braucht ja Bilder, was man anschauen kann. Und dann kann ich das, was ich jetzt alles gesagt habe, kann ich da dazu sagen. Das heißt, es ist mir plötzlich eingefallen. Die Zeit war jetzt reif. Tja, das ist ja auch interessant, ne? Dass man immer dann, wenn es notwendig ist, die entsprechenden Informationen aufnimmt. Das geht mir übrigens auch so. Ich mache ja keine Radiosendung irgendwie mit vorgefertigten irgendwie was, Beschreibung oder sonst was. Das fließt in mich hinein. Genau. Mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Ja. Ja. Manchmal lese ich auch ein bisschen was vor, was schon vorher mir eingefallen ist oder so. Mhm. Aber es kommt eigentlich aus der Umgebung, aus dem Universum in mich hinein. Ja, was ich sage. Ich habe dir wahrscheinlich gesagt, wenn dir nichts einfällt, dann kannst du nichts sagen und nichts machen. So einfach ist es. Aber jeder hat die Möglichkeit. Ja, und wir müssen nur eingestellt sein, dass ich sage, okay, ich bin jetzt auf Empfang geschalten. Ja. Sich öffnen. Ja. Und Bewusstsein entwickeln, dass man eben das alles kann und überhaupt erst erkennt, dass es notwendig ist, es zu tun. Genau. Das ist ja das, ja, das ist das, wozu ich in meinen Sendungen gerne aufrufe, und die Leute, die hier sowieso mal regelmäßig zuhören, die machen das ja auch so. Ja. Ich sage das immer so zu allen gesprochen, viele machen es ja sogar schon so, aber wir wenden uns ja auch an neue Zuhörer, die uns dann später in den Aufzeichnungen oder so hören. Oder es wird gleich übrigens noch eine Wiederholung der Sendung geben. Wer also jetzt erst später eingeschaltet haben sollte, kann das also gleich nochmal hören. Im Anschluss an die Sendung werde ich das wieder einspielen. Ja. Und dann werden wir natürlich auch ein Video davon machen. Ja. Ja, ich weiß ja nicht, ob du deine Matrix für dieses Video zur Verfügung stellst oder ob du das noch für dich behalten möchtest. Nee, ich bring dir das gern, oder ja, ich kann das ja senden einfach. Aber ich habe es jetzt gedruckt, 1 Meter auf 1 Meter. Ah, okay. Und nur in dieser Größe merkst du, was er für Kraft auf dich stürmt, sag ich jetzt mal. Es ist wie ein Tempel. Aber nicht mit, es hat kein Kreuz und er hat kein Buddha oder sonst irgendwas, sondern es hat die 26 Buchstaben des Alphabets. Das ist für jede Sprache, das ist alles. Und so ist der Geist offen für alles. Man sagt ja immer, das Potenzial ist ja da. Es ist alles schon da. Was wir für eine Kraft haben. Wenn wir das alles nur machen würden und aufnehmen würden, oder? Das ist eben das Gefährliche, dass wir aus dem Geist eben viele Impulse kriegen und Ideen und es nicht machen. Und irgendwann ist nicht, dass der Geist es nicht mehr macht, sondern unsere Antennen werden immer kleiner und kleiner, und wir selber haben das Gefühl und die Überzeugung, ich mach doch sowieso nichts mehr. Ja, das ist schlimm, dass man sich selbst so entmutigt. Ja, wenn ich, weißt du, ich bin doch 72 Jahre, wenn ich da vor Leuten rede oder was weiß ich bin ja so engagiert und leidenschaftlich, da sagen die ja mit 72. Es ist doch wurscht, gemessen am Unendlichen, wo wir eigentlich sind, ist das gar nichts. Und vor allen Dingen ist natürlich so, dass die Seele, die du hast, also unsterblich ist. Also die ist alterslos sozusagen. Ne? Genau. Oder? Ja, genau.
Ich könnte da vieles erzählen, was ich also auch von der sogenannten Anderswelt weiß oder so, aber das darf ich nicht erzählen, weil sonst haben die Leute einen Grund, warum sie mich dann einweisen lassen. Ja, das ist dann das System. Ja. Das spielt dann nicht mehr mit. Aber ja, der spricht von was, was gar nicht gibt. Nur die wissen es nicht, dass es nicht gibt, weil sie sich nicht befasst haben. Aber ja, klar. Es ist halt so. Ja gut, aber wir werden sicher nochmal eine andere Sendung machen können, ja, gemeinsam. Wir gehen nämlich jetzt so langsam schon auf das Ende unserer Sendung hin. Und vielleicht sagst du noch mal so ein bisschen zusammenfassend, was du uns mit deinen Vorträgen, deinen Beiträgen heute mitteilen wolltest, vielleicht so in zwei, drei Sätzen. Und dann sind wir auch schon durch. Ja, also ich wollte sagen, erstens, es ist alles da. Wir müssen es nur sehen, begreifen, also richtig begreifen und es zu uns ziehen, was wir wollen, und dann wissen wir, dass es, wenn wir was wahrnehmen, und dann können wir es wahrmachen. Das heißt, wir müssen wissen, aber wichtiger als Wissen ist Wille, ist Wollen. Ich muss wirklich leben wollen. Wenn ich es nicht leben will, dann kriege ich große Schwierigkeiten, und es wird immer mir bestätigt, warum ich einen guten Grund habe, nicht zu leben. Verstehst du? Es ist immer die Katze, die sich in den Schwanz beißt. Oder man sagt eigentlich der Teufelskreis. Ja. Weil dadurch, dass ich nicht will, ob das jetzt Leben als Ganzes ist oder was weiß ich, habe ich sofort ein Vakuum geschaffen. Und dieses Vakuum, wo ich nicht weiß, wie es geht, oder weil ich es auch nicht will, weiß ich nicht, wie es geht. Und das macht mich fertig mit der Zeit, weil immer mehr weiß ich nicht. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin zu blöd. Aber eigentlich bin ich nicht zu blöd, sondern ich wollte nicht. Und wenn wir das mal uns wirklich zugeben können, dass er sagt, nein, das habe ich von Haus aus nicht gewollt und darum ist es so und so geworden. Also bin ich Opfer geworden. Ja, weil wenn ich das mache, dann werde ich Opfer. Ja, wir sind jetzt durch. Ich danke dir, Heinz Biederer, dass du uns so klasse hier dein Wissen auch mit vermittelt hast. Ja. Und wir werden sicher nochmal wieder einen weiteren Termin finden. Das heißt, wir müssen auch Entscheidungen treffen können und nicht zu viel nur wankelmütig sein. Und das ist nicht ganz einfach, Entscheidungen zu treffen, weil das auch Verantwortung bedeutet und vieles mehr. Ja. Aber wir werden auch weiter am Ball bleiben, Wahrheit suchen und Bewusstsein bilden. Und ich danke dir, Heinz, dafür, dass du da bist. Und du willst vielleicht auch nochmal anhören, die Sendung kannst du auch tun. Beim Player dann. Wir werden das gleich einspielen. Ich danke euch, ist der vom Wakeness Radio, allen Zuhörern, die es nochmal hören wollen, bei mir auf der Seite bei ICRN und UWS Radio. Könnt ihr es dann nochmal anhören, die Wiederholung. Und nächste Woche, quasi diese Woche, Donnerstag, bin ich wieder auf Sendung 16 bis 18 Uhr und eine Sondersendung noch hinterher um 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr bei Orki Talk. Wir hören jetzt von Puri Steam. Und dann in der Pause, während ich das einflechte, noch von Steve Phillips, The Light. Also herzlichen Dank. Es ist klasse, dass ihr da seid. Bis dann, ist der Detlef. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.